sitzt in einem Raumschiff und fliegst mit etwa 290.000 Kilometern pro Sekunde durch das Weltall. Das ist beinahe Lichtgeschwindigkeit. Mach es dir bequem, denn es wird eine lange Reise. Sie wird etwas mehr als 90 Jahre dauern. Vielleicht schlüpfst du lieber in eine Kryokapsel, um dich nicht zu langweilen. Du fliegst fast ein Jahrhundert lang mit Lichtgeschwindigkeit, um einen geheimnisvollen Exoplaneten, der erst kürzlich entdeckt wurde, zu besuchen. In den vergangenen Jahren wurden viele Planeten gefunden, doch dieser ist bezüglich der Suche nach extraterrestrischem Leben der vielversprechendste. Der Planet sieht wie eine dunkelblaue Kugel aus und trägt einen komplizierten Namen aus Buchstaben und Zahlen. Er ist etwa so groß wie Neptun und kreist um einen kleinen Stern der Klasse M, also um einen roten Zwerg. Der Planet ist seinem Stern 8-mal näher als die Erde der Sonne. Aber das bedeutet nicht, dass er von glühender Lava bedeckt ist. Die Temperaturen auf diesem Exoplaneten entsprechen in etwa denen auf der Erde, denn der rote Zwerg ist nicht annähernd so heiß wie unsere Sonne. Aber das Spannendste ist, dass die Atmosphäre des Planeten aus Wasserdampf oder Helium oder Wasserstoff besteht. Wir wissen es nicht genau, doch wenn er Wasser in seiner Atmosphäre hat, könnte dort Leben existieren. Wahrscheinlich werden wir keine großen Lebewesen entdecken, aber auch mikroskopische Bakterien wären eine Sensation. Ein weiterer Grund, warum Astronomen ein Auge auf ihn werfen, ist seine Herkunft. Wenn sie herausfinden, woraus seine Atmosphäre besteht, können sie vielleicht verstehen, wie sich solche Objekte im Umfeld roter Zwerge bilden. Das wäre ein weiterer Meilenstein, das Universum zu verstehen. Doch selbst wenn wir auf diesem Planeten Leben entdecken, werden wir es nicht für Untersuchungen herbringen können. Zum Glück gibt es ein anderes großes Objekt nahe der Erde, auf dem Mikroben leben könnten. Es befindet sich sogar in unserem Sonnensystem. 2020 entdeckten Wissenschaftler eine seltsame gasförmige Substanz in der Atmosphäre der Venus. Chemische Überreste von Phosphin. Das ist eine wichtige Entdeckung, denn Phosphin gibt es auf der Erde nur im Umfeld von Mikroorganismen. Erst kürzlich wurde Phosphin im Körper von Pinguinen entdeckt. Sofort wurden Theorien laut, diese Tiere kämen von der Venus, aber das ist natürlich Quatsch. Diese Substanz findet man auch in Sümpfen und im Schlamm. Daher war es eine große Überraschung, Phosphinreste auf einem anderen Planeten zu finden. Es ist seltsam, da Leben auf der Venus höchstwahrscheinlich nicht möglich ist. Die Temperatur und der Druck sind dort einfach zu hoch. Hoch oben in der Atmosphäre ist es allerdings weniger schlimm. Vielleicht leben dort Mikroben. Wissenschaftler wissen aber auch, dass dort häufig Vulkane ausbrechen. Eine Spur von Phosphin könnte eine Folge einer Eruption sein. In diesem Fall würden wir vermutlich doch kein Leben auf der Venus finden. Zumindest wird viel Geld dafür ausgegeben, den Planeten zu untersuchen. Aber gehen wir zurück ins ferne Weltall. Im Verlauf der letzten 20 Jahre haben Astronomen mehr und weniger weit von der Erde entfernt Exoplaneten gefunden. Manche von ihnen kreisen um Zwergsterne, andere um Riesen. Manche sind sogar völlig allein. Sie gehören zu keinem Stern. Sie wandeln einsam und verlassen im kalten Weltraum. Spannend ist, dass bisher kein weiteres planetares System wie das unsere gefunden werden konnte. Alle weiteren entfernten Exoplaneten befinden sich in unterschiedlichen Entfernungen zu ihren Sternen. Auch Größe und Masse entsprechen nicht unseren Planeten. Wir nennen sie Exoplaneten, weil sie sich außerhalb unseres Sonnensystems befinden. Manche dieser faszinierenden Himmelskörper sind Supererden. Wenn ein Planet eine 2- bis 10-fache Erdmasse hat, doppelt so groß ist und seine Energie von einem Stern bezieht, nennen wir ihn Supererde. Doch das war's dann auch mit den Gemeinsamkeiten. Supererden können aus Gas, Gestein, Wasser, Eis, Säure, Glas oder Diamanten bestehen. Eine Supererde mit idealen Bedingungen für Menschen wurde noch nicht gefunden. Unser Körper ist nun einmal an unsere Erde perfekt angepasst. Wir wissen nicht viel über Supererden. Wegen ihrer großen Masse haben sie jede Menge Energie. Und diese Energie wird freigesetzt. Vulkanausbrüche, Erdbeben und Gewitterstürme sind dort an der Tagesordnung. Übrigens ist ein Tag dort deutlich länger als bei uns. Stellen wir uns vor, du wärst wieder im Raumschiff und reist zu ein paar Supererden. Da hätten wir eine. Sie ist riesig, orange und majestätisch. Du schlüpfst in deinen Raumanzug, steigst in die Raumkapsel und du überlegst es dir noch einmal. Der ganze Planet erinnert an einen glühenden Feuerball.
Also, wenn es dort Leben gibt, müssen es unverwundbare Wesen sein. Du bist es nicht, also fliegst du lieber schnell wieder los und suchst nach einer anderen Supererde. Ein paar Lichtjahre entfernt entdeckst du einen eher einladenden Kandidaten. Moment, diese Welt ist von ihrem Stern verflixt weit entfernt. Die Temperatur ist so niedrig, dass alle Moleküle erstarren. Die Antarktis ist dagegen eine heiße Wüste. Du setzt deine Reise fort und findest den perfekten Ort. Diese Supererde ist dreimal schwerer als die Erde und doppelt so groß. Sie besteht aus Gestein, Gasen und möglicherweise Wasser. Du landest mit deiner Transportkapsel, öffnest die Tür und steigst aus. Deine Beine sind bleischwer. Dein ganzer Körper hat an Gewicht zugelegt. Du fühlst dich, als hättest du einen Rucksack voller Steine dabei. Du kannst nicht mal ein paar Meter weit gehen. Der Grund dafür ist die Schwerkraft. Je größer die Masse einer Supererde ist, desto größer ist auch ihre Gravitation. Deine Muskeln sind einfach zu schwach für diese Last. Außerdem provoziert die hohe Schwerkraft die Bewegung der tektonischen Platten. Erdbeben und Erdrutsche treten hier verdammt häufig auf. Die felsige Oberfläche verändert sich permanent. Um auf einem solchen Planeten zu leben, bräuchten wir ganz neue Technologien, um Häuser zu bauen. Du steigst wieder in deine Kapsel und fliegst davon. Aber nicht weit. Die Gravitation des Planeten hindert dein Raumschiff am Abheben. Es ist, als wäre es festgebunden. Du setzt deinen restlichen Treibstoff ein, um dich von der Schwerkraft loszureißen und die Atmosphäre zu verlassen. Ein weiteres Problem dieser Welten ist, dass sie aufgrund der hohen Gravitation Meteoriten anziehen. Mächtige Objekte fliegen an deinem Raumschiff vorbei. Ein großer Asteroid kann durch eine Supererde leicht von seinem Kurs abgebracht werden. Dann fällt er in einem Meteoritenschauer auf den Planeten. Doch auch die Fallgeschwindigkeit ist höher und der Schaden dementsprechend größer. Das Schlimmste, das einer Supererde passieren kann, ist aber der Stillstand ihres Kerns aufgrund des immensen Drucks. Hunderte Milliarden Tonnen massiven Gesteins quetschen das Herz dieser Welt zusammen. Der Kern muss jedoch in Bewegung bleiben, um seine wichtigste Funktion erfüllen zu können, nämlich ein Magnetfeld aufrechtzuerhalten. Sonnenstürme und kosmische Strahlung sind eine ernste Bedrohung für Leben auf der Oberfläche. Auf der Erde stören diese Stürme schon aufgrund winzigster Löcher im Magnetfeld die Funktion elektronischer Geräte und beeinträchtigen unsere Gesundheit. Was wird erst passieren, wenn dieses Schutzschild verschwindet? Die Energie des nahegelegenen Sterns und die Strahlung aus dem fernen Weltraum würden im Handumdrehen die Supererde zerstören und Leben unmöglich machen. All diese Dinge können einer Supererde mit idealen Bedingungen für Leben widerfahren. Doch solche Planeten sind selten. Die meisten Supererden haben eine schreckliche Oberfläche und Atmosphäre. Es gibt Planeten, auf denen die Luft so heiß ist, dass sogar Metalle verdunsten. Feurige Winde zerlegen jede feste Substanz in Moleküle. Eine solche Supererde ähnelt eher einem Stern als einem Planeten. Es gibt auch eine Supererde, die vollständig von Wasser bedeckt ist. Dort gibt es kein einziges Zipfelchen Land. Unter der Wasseroberfläche brechen fast stündlich Vulkane aus und speien Milliarden Tonnen Magma. Aufgrund des hohen Gewichts ist der Planet geneigt. Wenn er um seine Achse rotiert, schwappt das Wasser von einer Seite zur anderen und erzeugt mächtige Tsunamis mit Wellen größer als der Mount Everest. Und wie wäre es mit einer Supererde, auf der es Diamanten oder Schwefelsäure regnet? Die Oberfläche einer anderen entfernten Welt wird von Stürmen aus Glas heimgesucht. Dort gibt es jede Menge Sand und Hitze. Wenn die heiße Luft die Sandpartikel schmilzt, entsteht Glas. Zwischen all diesen Planeten erscheint unsere Heimat wie ein Paradies. Aber vielleicht empfinden irgendwelche seltsamen Organismen, die am anderen Ende der Galaxie existieren, unsere Erde als eine scheußliche Welt. In der Wissenschaft wird behauptet, dass Icelandia ein Gebiet zwischen Grönland und Skandinavien ist, mit einer Fläche von mehr als 600.000 Quadratkilometern. Aber heute liegt der Großteil unter Wasser. Stell dir die Erde als große Pizza vor. Vor Millionen von Jahren waren alle Kontinente noch miteinander verbunden. Du hast bestimmt schon von Pangäa gehört. Die nordatlantische Region war damals trockenes Land. Aber das war vor etwa 335 Millionen bis 175 Millionen Jahren. Viele Jahre gingen geologische Forschungsteams davon aus, dass der Nordatlantik entstand, als Pangäa vor etwa 200 Millionen Jahren begann, auseinanderzubrechen. Die Region, wo sich Island befindet, ist durch Vulkane entstanden. Das war vor 60 Millionen Jahren. Sie brach von den anderen Landmassen ab und trieb davon.
Und da die Erde wie eine große Pizza war, teilte sie sich auch wie eine auf. Aber sie zerfiel in viele große und kleine Stücke und so bildeten sich die Kontinente, die wir heute kennen. Aber diese neue Theorie besagt, dass bei der Spaltung von Pangäa ein Stück Land übrig blieb, das sich weit über 322 Kilometer erstreckte. Aber vor etwa 10 Millionen Jahren versank dieses Stück Land im Meer entlang der Ost- und Westseite und nur die Spitze blieb über dem Wasser. Und das ist das heutige Island. Wenn sich die Platten tektonisch bewegen, reiben sie aneinander. So haben sie auch unsere Landschaften geformt. Alles dank des Erdmantels. Diese neue, radikale Theorie widerspricht allem, was in den Geschichtsbüchern steht und was in der Wissenschaft bisher erforscht wurde. Als die Forschenden ihre neue Theorie vorstellten, schüttelten alle den Kopf und sie ernteten Skepsis und Kritik. Aber wenn wir den Meeresboden unter Island und die Erdkruste analysieren, können wir davon ausgehen, dass diese Idee gar nicht so abwegig ist. Die Kruste unter Island ist viel dicker als normal. Die ozeanische Kruste besteht hauptsächlich aus geschmolzenen Gesteinen, also mehr als in der Erdkruste vorkommt, und ist viel dichter. Die dünnste Schicht unseres Planeten ist die Erdkruste, wo sich das Leben abspielt. Sie ist unverzichtbar für Wasser, den Anbau von Essen, für den Gewinn von natürlichen Ressourcen und Mineralien und die Sauerstoffproduktion. Sie sinkt nach unten, aber bleibt über dem Erdmantel. Außerdem erneuert sie sich selbst, weil sie im ständigen Austausch mit dem Erdmantel ist. Und deshalb ist das Gestein in der ozeanischen Kruste rund 40 Kilometer dick, während es anderswo nur 8 Kilometer dick ist. Eigentlich auch klar, wenn man bedenkt, dass sich dieses Gebiet in einem Hotspot für Vulkane befindet. Magnetische Untersuchungen des Meeresbodens zeigten Schichten geschmolzener Kruste in Streifenmustern. Auch die Tatsache, dass das Erdmagnetfeld im Laufe der Jahrmillionen seine Polarität verändert hat, spielt eine Rolle bei der Gestaltung unserer Landschaft. Einer der ersten Schritte ist es, auf den Meeresboden bei Island zu graben. Zirkon ist ein sehr robustes Mineral, das trotz Erosion in der Erdkruste Milliarden von Jahren überdauern kann. Durch die Untersuchung von Bodenproben können Forschende das geologische Alter von Kontinenten schätzen. So lässt sich ja feststellen, ob die Kruste ozeanisch ist, also dicker, oder es die kontinentale Kruste ist, auf der wir leben. Aber das geht nicht von heute auf morgen und ist mit hohen Kosten verbunden. Eine andere Möglichkeit sind seismische Untersuchungen, bei denen die Echos von Forschungsschiffen gemessen werden. Auch das Bohren von Löchern, die tief in die Kruste reichen, kann bei der Forschung helfen. Aber das würde noch mehr kosten als die Untersuchung der Zirkonminerale. Einige versteinerte Pflanzen, die sowohl in Skandinavien als auch in Grönland vorkommen, könnten beweisen, dass Island einst an der Oberfläche lag und auch mit Bäumen bewachsen war. Damals war es dort nämlich noch nicht so kalt wie heute und es könnte dort Wälder gegeben haben. Aber Forschende haben bisher keine fossilen Beweise für Tiere gefunden, die in beiden Ländern vorkommen. Aber vielleicht finden sie ja noch was. Die Theorie geht aber noch weiter. Es wird nämlich davon ausgegangen, dass es ein Groß-Island gab. Da Island, Irland, Großbritannien, Skandinavien und Grönland alle auf einem Mikrokontinent liegen, wäre dieser Kontinent perfekt für Wintersportler. Es wäre sogar möglich, Kanada mit einer Zugverbindung mit dem Großraum Island zu verbinden, was die Wirtschaft dort ankurbeln würde. Island ist mit rund 103.000 Quadratkilometern schon ziemlich groß. Und wenn es Groß-Island heute schon geben würde, dann wäre Europa ein ganz anderer Kontinent. Es kursieren viele Theorien über weitere verborgene Mikrokontinente in der Wissenschaft. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind sich nicht sicher, ob es Kontinent Islandia wirklich gibt. Aber wenn alle Studien korrekt durchgeführt wurden, dann könnte diese Theorie alles verändern, was wir über Island und den Nordatlantik bisher wissen. Und das könnte den Weg für andere versunkene Mikrokontinente auf der Erde ebnen. Eine andere Theorie besagt, dass Neuseeland die Spitze eines versunkenen Subkontinents ist, der noch größer ist als Islandia war. Er wird Sealandia genannt. Studien haben gezeigt, dass er sich vom Superkontinent Gondwana vor 79 bis 83 Millionen Jahren abspaltete. In der Wissenschaft geht man davon aus, dass es der dünnste und jüngste Kontinent ist, den es unter Wasser gibt. Als Kraton wird in der Geologie das metamorphe Gestein bezeichnet. Es ist sozusagen das Kerngestein, das die Basis der meisten Kontinente bildet.
Dieses Gestein ist mindestens 1 Milliarde Jahre alt. Aber die kontinentale Kruste, aus der Zealandia besteht, ist nur halb so alt. Das bedeutet, dass ein Teil des Kratons fehlt. Aber es gibt noch Reste älterer Gesteine und auch Teile des Erdmantels in dieser Kruste. Man schätzt, dass sie bis zu 2,7 Milliarden Jahre alt sind. Wissenschaftliche Teams haben Zirkonkristalle von Neuseeland untersucht und herausgefunden, dass sie bis zu 1,3 Milliarden Jahre alt sind. Die anderen Kontinente sind mehr als 3 Milliarden Jahre alt. Forschungsteams untersuchten die Zusammensetzung der Gesteine auf dem Meeresgrund um Neuseeland herum. Sie fanden heraus, dass sie aus Kieselsäure und Granit bestehen, die eigentlich in der kontinentalen Kruste vorkommen. Du musst wissen, dass der Meeresboden hauptsächlich aus Magnesium- und eisenhaltigem Gestein besteht. Die Gesteine, die sie aber dort gefunden haben, sind auch dicker und größer als in der ozeanischen Kruste in der Umgebung. Forschende führten einige Untersuchungen durch und sammelten magnetische und topografische Daten, um die Verbindung zwischen dem Tasmanischen Meer und dem Korallenmeer in der Region des Kato-Drogs zu untersuchen. Das ist der schmale Streifen zwischen Neuseeland und Australien. Mit Satellitendaten konnten winzige Verwerfungen in der Erdanziehung festgestellt werden, wodurch die Kruste des Meeresbodens in der Umgebung kartografiert werden konnte. Die Größe von Zealandia wurde dadurch deutlich sichtbar und ist fast so groß wie Australien. Aber diese Entdeckung beweist noch gar nichts. Es ist nämlich auch möglich, dass es eine Reihe von Mikrokontinenten gibt, die sich alle getrennt haben, als Australien von Gondwana abbrach. Damals bestand dieser Superkontinent aus Südamerika, der Antarktis, Australien, Zealandia, Arabien und dem indischen Subkontinent. Neuseeland ist eigentlich nicht das größte Land, aber wenn die Theorien stimmen sollten, dann wäre Zealandia 6-mal so groß wie ursprünglich angenommen. Mauritius ist eine junge Insel, die erst ein paar Millionen Jahre alt ist. Sie liegt nur 1931 Kilometer vor der Küste Afrikas. Man geht davon aus, dass die kleine Insel vor etwa 9 Millionen Jahren entstand. Die Unterwasservulkane in der Region spuckten so viel Lava aus, dass sie das heutige Land formten. Aber Wissenschaftler haben Zirkongestein gefunden, das mehr als 3 Milliarden Jahre alt ist. Es könnte also ein Teil eines unter Wasser liegenden Kontinents namens Mauritia sein, der aber nur ein Viertel so groß ist wie Madagaskar. Die Zirkone, die sie dort gefunden haben, waren in festem Gestein eingebettet und nicht nur im Sand. Damit kann ausgeschlossen werden, dass sie einfach von einem anderen Kontinent an die Küste gespült wurden. Einige Forschende sind davon aber nicht überzeugt. Sie vermuten, dass die wissenschaftliche Gemeinschaft diese Theorie nur vertritt, weil sich die entdeckten Gesteine von den typischen Eruptionsgesteinen unterscheiden. Aber genau wie Island Teil von Groß-Icelandia gewesen sein könnte, war Mauritia, damals Rodinia genannt, mit Indien und Madagaskar verbunden. Theorien besagen, dass Mauritia mit Wasser bedeckt war, als Indien sich vor etwa 85 Millionen Jahren von Madagaskar trennte. Ich wette, du hast schon mal von einem verlorenen Ort namens Atlantis gehört, der fernab der Küste des antiken Griechenlands im Meer versunken ist. Eigentlich ist die Geschichte ein Mythos, doch könnten Wissenschaftler die versunkene Insel endlich gefunden haben? Keine Ahnung, jedenfalls haben sie einen verlorenen Kontinent gefunden. Moment mal, also ich habe schon Socken, Schlüssel und meine Murmelsammlung verloren, aber was für ein Tollpatsch muss man denn sein, um einen ganzen Kontinent zu verlegen? Das müssen wir wohl unseren Planeten fragen. Die Erde hat etwas vor 100 bis 120 Millionen Jahren verloren, das sich Greater Adria nennt. Okay, aber wie ist das passiert und wo ist der Kontinent abgeblieben? Das wäre in etwa so, als würde eine Schlange zwischen Felsen verschwinden oder in ein Bodenloch schlupfen. Aber es ist tatsächlich einfacher, sich einen verloren gegangenen Kontinent als eine Schlange vorzustellen, die deinen neugierigen Blicken entwischt ist. Die meisten Schlangen hinterlassen nämlich keine Spuren. Und eins ist klar, wärst du vor 100 Millionen Jahren nicht vor Ort gewesen, und ich war auf keinen Fall da, hättest du wohl nie davon mitbekommen. Genauso wie Wissenschaftler Adria nie entdeckt hätten, wären sie nicht auf Schlangenhaut gestoßen. Ich meine Berge. Sagen wir, die Schlange flüchtet unter einen Stein. Es ist eh längst Zeit für einen Tapetenwechsel, also reibt sie dabei ihre alte Haut ab, die sich nun dort in dem kleinen Raum zwischen Stein und Erde sammelt. Und so war das auch mit Greater Adria.
Als dieser Kontinent von einer enormen Landmasse namens Gondwana abbrach, bleibt dran, es wird noch besser, floss dieser Grönland-große Brocken gen Norden. Als er irgendwann auf Europa traf, rutschte er darunter, was an der Kontaktstelle dazu führte, dass sich die beiden Kontinente zusammenknüllten. Über die Jahre ging das so weiter und es entstanden immer mehr Falten. Am Ende wurden sehr offensichtliche und bekannte Spuren hinterlassen. Vielleicht warst du ja da zur Winterzeit schon mal Skifahren. Yep, ich spreche von den Apenninen und den Schweizer Alpen. Professor Duwe van Hinsbergen, der leitende Geologe des Forschungsteams, das diese kolossale Entdeckung im September 2019 gemacht hat, entwickelte seine eigene Analogie. Er vergleicht diesen Faltvorgang damit, was passiert, wenn man seinen Arm in einen kleinen Spalt steckt und sich das T-Shirt hochkrempelt, weil es nicht durchpasst. Dieser hochgekrempelte Ärmel ist die Bergkette. Du fragst dich vielleicht, ob andere Bergzüge ähnlich entstanden sind. Sind sie? Hast du schon mal Sand mit deinen Händen zusammengeschoben? Deine Hände waren die treibenden Landmassen und die Sandhügel, die du gebaut hast, waren eine Mini-Version der Rocky Mountains. Die Schlangenhaut, der hochgekrempelte Ärmel, der Sand. Ich will damit nur sagen, dass Berge überbleiben, wenn Landklumpen aufeinandertreffen bzw. untereinander rutschen. Doch was ist denn mit dem verschwundenen Kontinent, der diese Spuren hinterlässt? Was ist mit Greater Adria passiert? Genauso wie sich die Schlange im Winter unter der Erde versteckt, hat sich Adria unter die Oberfläche geschoben. Dr. van Hinsbergen glaubt, sie hat sich ungefähr 1400 Kilometer unter Südeuropa warm und kuschelig gemacht. Warte mal kurz, ist Greater Adria dann überhaupt noch ein Kontinent, wenn sie unter Wasser oder unter Land ist? Ist eine Schlange noch eine Schlange, wenn sie unter der Erde ist? Natürlich ist sie das. Ich kenne sogar einen Kontinent, der größtenteils unter Wasser liegt, aber trotzdem nicht verloren gegangen ist. Schon mal von Zealandia gehört. Man nennt ihn auch den Neuseeland-Kontinent oder Tasmantis. Er sieht wie ein Archipel aus, also eine Inselkette. Doch wenn du unter die Wasseroberfläche guckst, siehst du, dass er ein zusammenhängendes, untergegangenes Landstück ist, mit Bergen, die aus dem Wasser ragen. Und diese Bergspitzen sind die Inseln. Zealandia wird als Mikrokontinent bezeichnet, was die Frage aufwirft, was ist überhaupt ein Kontinent? Das bedarf einiger Diskussionen. Tatsächlich können wir Erdlinge uns nicht mal vorstellen, wie viele Kontinente es auf unserem Planeten gibt, die verlorenen und Mikrokontinente nicht mitgezählt. Aber grundlegend ist ein Kontinent eine riesige Landmasse. Wenn du in der Schule warst, hast du gelernt, dass es 7 von ihnen gibt. Afrika, die Antarktis, Asien, Australien, auch Ozeanien genannt, Europa, Nordamerika und Südamerika. Bei uns werden Europa und Asien auch zu Eurasien zusammengefasst. Dann zählt man nur 6 Kontinente. In Südamerika werden Europa und Asien zwar als getrennte Kontinente angesehen, dafür aber Nord- und Südamerika zu Amerika zusammengenommen. Aber noch komischer ist, dass alle damit einverstanden sind, dass Australien ein Kontinent ist, Grönland sich aber nur mit der Bezeichnung der größten Insel der Welt abfinden muss. Armes Grönland. Das alles hat mit den tektonischen Platten zu tun, die jeweils unterhalb der Kontinente liegen, aber dazu bereite ich noch ein anderes Video vor. Also, wo kamen all diese Kontinente überhaupt her? Naja, wenn du dir schon mal einen Globus oder eine Weltkarte angeguckt hast, ist dir wahrscheinlich aufgefallen, dass die zwei großen Landmassen, die den Atlantik umgeben, also Nord- und Südamerika auf der einen und Europa und Asien auf der anderen Seite, wie zwei Puzzleteile aussehen, die zusammengesetzt eine noch viel gigantischere Landmasse ergeben würden. Vielleicht weißt du auch, dass es einen Namen für diese Landmasse gibt, Pangäa. Die Wissenschaft glaubt, dass dieser Superkontinent, falls es ihn gab, vor 175 Millionen Jahren auseinandergebrochen sein muss. Aber nicht in das linke und rechte Puzzleteil, das wir heute kennen. Stattdessen soll der Bruch horizontal verlaufen sein und ein verbundenes Nordamerika, Europa und Asien auf der oberen Seite, genannt Laurasien, sowie Südamerika, Afrika, die Antarktis und Australien auf der unteren Seite, also Gondwana, hinterlassen haben. Yep, das ist die Landmasse, von der sich Greater Adria später loslösen sollte.
Also heißt das, wenn man alle Landmassen der Erde, Kontinente, Mikrokontinente, Inseln und Archipele zusammenquetschen würde, dann käme man auf den Ursprungsklumpen Pangäa? Nee. Es würden nicht nur die Kontinente fehlen, die unter Wasser liegen, also all die Landmassen, die die Archipele verbinden, sondern auch die verloren gegangenen Landmassen. Oh ja, neben der Adria gibt es noch andere. Die Forschung sucht nach ihnen und sie hat womöglich auch eine gefunden. Einer dieser vergessenen Kontinente ist die Rio Grande Rise. Sie ist ein Zug aus Unterwasserbergen und wird als Brasiliens Atlantis bezeichnet. Greater Adria liegt irgendwo zwischen Nordafrika und Südeurasien. Hey, das ist doch direkt im Mittelmeer und am Mittelmeer liegen Griechenland und Athen, also muss Greater Adria Atlantis sein, oder? Unwahrscheinlich. Historiker glauben, dass sich Platon die Geschichte von Atlantis ausgedacht hat, aber ist da vielleicht doch was dran? Könnte sein, wenn man der Geschichte glaubt, dass griechische Gottheiten das Volk dafür bestraft haben, einen Krieg mit Athen zu beginnen. Doch eine etwas wissenschaftlichere Theorie geht davon aus, dass Atlantis einfach überflutet wurde. Oder vielleicht war es doch eine abgeschürfte Insel, die übergeblieben ist, als sich Greater Adria unter Europa geschoben hat. Tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen, aber das Einzige, was wir sicher wissen, ist, dass Adria nicht Atlantis war. Die tektonischen Kräfte, die den Kontinent unter Europa geschoben haben, wirkten vor über 100 Millionen Jahren, also 80 Millionen Jahre, bevor irgendwelche Menschenformen auf der Erde auftauchten und einen Krieg mit Athen hätten beginnen können. Wenn du dir die Kontinente der Welt als Puzzleteile vorstellst, die früher die Pangäa geformt hätten, dann könnte man sagen, dass Dr. Van Hinsbergen und sein Team die letzten 10 Jahre daran gearbeitet haben, dieses Puzzle erfolgreich zusammenzusetzen. Und wie bei echten Puzzlen ist das ziemlich schwierig, wenn einige Teile fehlen. Ja, ich guck dich an, Adria. Doch das Forschungsteam verfügt über moderne geologische Geräte, die die erdmagnetischen Hinterlassenschaften in den Gesteinsmineralen aufspüren können. Weißt du, jeder Fels, Stein oder Berg trägt ein Mal, durch welches man Zeit und Ort der Entstehung feststellen kann. Das alles hat etwas mit den Polen der Erde zu tun. Die verändern sich hin und wieder. Dieses Phänomen bezeichnet man als Erdmagnetfeld. Kurz gesagt funktioniert der dadurch bedingte Magnetismus bestimmter Sedimente und Minerale wie eine Karte und ein Kalender. Und so weiß man auch, wo Adria herkam, wo sie ihre Reise beendete und wem sie so begegnet ist. Während das Team den Magnetismus dieser Proben untersuchte, fand es auch ein anderes interessantes Detail raus. Demnach sei Adria nicht nur auf Europa gestoßen, sondern habe sich auch auf dem Weg dorthin gedreht. Ah, eine pirouettierende Landmasse, deren fantastische Tanzreise nordwärts unerwartet von einer Straßensperre namens Europa aufgehalten wurde. Hey, klingt wie ein schönes Kindermärchen. Die einzige Frage, die bleibt, ist, wenn sich Adria unter Europa geschoben hat, könnte sie sich auch wieder nach oben kämpfen? Das ist möglich. Kontinente bewegen sich ständig und das auch bis heute. Aber leider nur im Schneckentempo. Also schau in 100 Millionen Jahren nochmal vorbei und dann erfahren wir, wie viele neue Kontinente zukünftig in der Schule gelernt werden müssen. Da werde ich allerdings nicht mehr da sein. Dafür aber jemand anderes. Ach, Erdanziehungskraft, du kleiner Sack. Das denke ich mir zumindest, wenn ich mal wieder mit dem Gesicht voraus über einen Stein falle. Ich bin nicht tollpatschig. Die Gravitation ist eine Konstante, richtig? Etwas Unveränderliches, auf das wir uns in dieser sich ständig verändernden Welt immer verlassen können. Ach ja, Liebe gäb's da auch noch. Wie dem auch sei, was wäre, wenn ich euch sage, dass Gravitation nicht gleich Gravitation ist? Denn auf unserem Planeten gibt es Orte, an denen sie einfach völlig verrückt spielt. Aber deshalb habt ihr ja das Video angeklickt. Also los geht's. Der Magnet Hill in Leh in Indien. Es gibt eine Strecke in Indien, die Touristen aus aller Welt anzieht. Das Gebiet unterscheidet sich kaum von der Landschaft drumherum, weshalb man das Phänomen ganz leicht übersehen könnte, gäbe es da nicht eine ungewöhnliche und auch etwas gruselige Sache. Hältst du dein Auto auf dem Weg nach oben zum Magnethügel an und schaltest in den Leerlauf, fängt es von selbst an, nach oben zu rollen, und zwar mit bis zu 20 km/h. Man sagt, dass eine magnetische Kraft dafür verantwortlich sei, deshalb auch der Name. Sogar Flugzeuge sollen an dieser Stelle auf wundersame Weise an Flughöhe gewinnen. Es gibt allerdings auch eine skeptische Theorie.
Demnach sei die Landschaft eine optische Täuschung und man würde nur denken, es ginge bergaufwärts, obwohl es bergabwärts geht, beziehungsweise andersherum. Wie auch immer, ich würde mir das gerne mal ansehen. Ihr auch? Dann schreibt mir in die Kommentare. Der krumme Wald in Polen. Nahe des Dorfs Nowe Czarnowo gibt es einen Wald, in dessen Tiefen du seltsam aussehende Kiefern entdecken kannst. 400 Bäume wurden in den 1930ern gepflanzt. Die Stämme verlaufen in Wurzelnähe zuerst gen Norden, bevor sie im Halbkreis nach oben gerichtet sind. Obwohl es viele verschiedene Theorien zu diesem eigenartigen Wachstum gibt, kann niemand genau sagen, weshalb die Bäume so aussehen. Einige sagen, Menschen hätten irgendetwas mit den Bäumen angestellt. Andere sagen, eine gravitative Anomalie wäre dafür verantwortlich, die die Bäume erst nach unten wachsen ließ. Das Problem bei dieser Version ist allerdings, dass so eine Anomalie jahrelang hätte auftreten müssen und dass ja nur diese Bäume davon betroffen sind. Bisher gibt's aber keine richtige Erklärung, also wer weiß. Ein Wasserfall auf den Färöerinseln. Schon mal einen nach oben fließenden Wasserfall gesehen? Falls nicht, solltest du einen Stopp auf halbem Weg von Island nach Schottland auf den Färöerinseln machen. Falls du jetzt aber denkst, ich könnte dir von einer geheimnisvollen Kraft erzählen, die das Wasser nach oben zieht, sorry, da muss ich dich enttäuschen. Aber auch die Wahrheit ist nicht von schlechten Eltern. Die Winde in der Gegend sind so mächtig, dass sie das Wasser nach oben wehen. Das ist wohl auch die Art von Wind, die Mary Poppins durch die Gegend geweht hat. Tatsächlich ist dieser Wasserfall gar nicht so einzigartig. Auf der Erde gibt es ein paar mehr Orte, an denen Winde stärker sind als die Erdanziehungskraft. Zum Beispiel wäre da noch der Kinder River in England, dessen einer Wasserfall ähnliche Probleme hat. Der Wind dort ist so stark, dass die Hälfte des Wassers überhaupt nie den Boden zu berühren scheint. Der Hoover Dam in Nevada, USA. Solltest du den knapp 220 Meter hohen Damm mal erklimmen, probiere diesen Trick aus. Schütte eine Flasche Wasser über die Kante. Es sollte nach oben sausen, anstatt in den Abgrund. Und wieder ist das keine Magie oder sowas ähnliches. Der Wind dort oben hat einfach zu viel Auftrieb für das Wasser, genau wie beim Wasserfall auf den Färöerinseln. Nur ist es hier ein bisschen beeindruckender, weil du es selbst ausprobieren kannst. Die Tokkekebye Road, Südkorea. Eine weitere gravitative Anomalie auf einer Straße. Die Einwohner dort haben herausgefunden, dass wenn man eine Flasche auf die Straße legt, sie nach oben zu rollen beginnt. Im Gegensatz zu anderen Straßen auf der Welt zeigt die Tokkekebye Road allerdings keine optische Täuschung. Läuft man den Hang herunter, fühlt es sich auch so an. Alles ganz normal soweit. Aber legst du etwas auf die Straße, das rollen kann, wird es sich in die entgegengesetzte Richtung bewegen. Die Anwohner haben schnell reagiert und kurzerhand ein Schild aufgestellt, das die Touristen auf diese mysteriöse Straße führt. Der goldene Fels in Burma. Wenn du mal nach Burma reist, das Land nennt man auch Myanmar, statte diesem Ort unbedingt einen Besuch ab. Ein mit Blattgold bedeckter Fels sitzt am Abgrund einer Klippe und darauf steht eine kleine Pagode. Doch das Beeindruckendste ist, dass dieser Stein von der Klippe kaum gehalten wird. Es sieht fast so aus, als würde er jeden Moment runterstürzen. Dabei gibt es die Formation schon seit Jahrhunderten. Die Pagode darauf ist auch keine Erscheinung der Neuzeit, weshalb das alles sehr sehenswert ist. Der Stein scheint einem sagen zu wollen, Gravitation, was ist das denn? Und die Legende besagt, dass alles, was den Fels im Gleichgewicht hält, eine von Buddhas Strähnen sei. Da wäre ich mir nicht so sicher, aber du kannst ja hinreisen und dich überzeugen lassen, dass der Stein nirgends angebracht ist oder so. Schließlich steht er dort seit 2500 Jahren. Da ist doch was faul. Der schwingende Stein in Argentinien. Gäbe es etwas, das Gravitation, nein, danke, am lautesten schreien könnte, wäre das sicherlich der Stein von Davasco. Der gut 300 Tonnen schwere Brocken chillt auf der Klippenkante und wackelt durch den Wind sogar teilweise hin und her. Ein paar skeptische Leute haben Glasflaschen unter den Fels gelegt, um nachzusehen, und mit der nächsten Bewegung des Felsens sind sie explodiert. Also die Flaschen. Doch leider bleibt dir dieses Naturwunder in seiner Originalform verwehrt. Denn 1912 kippte der Fels plötzlich von seinem Hochsitz, an dem er schon hunderte Jahre zuvor verbracht hatte.
die Menschen der nahegelegenen Stadt Tandil waren so traurig darüber, dass sie sich 2007 dazu entschlossen, den Stein zu rekonstruieren. Also natürlich haben sie den Stein nicht Stück für Stück wieder aufgesammelt, sondern einen Plastiknachbau konstruiert und auf denselben Fleck gestellt, an dem das Original war. Also kannst du den schwingenden Stein von Tandil eigentlich auch noch heute begutachten, aber eher als ein Symbol dessen, was er mal war. Schließlich wiegt der Nachbau nur noch 9 Tonnen. Der Devil's Tower in Wyoming, USA. Erinnert ihr euch an den Film Unheimliche Begegnung der dritten Art? Falls nicht, schaut ihn euch an. Nee, nicht jetzt. Dieser Ort lässt einen nicht gleich an was Magisches denken oder spielt uns irgendeine optische Täuschung vor. Klingt ziemlich langweilig im Vergleich zu den anderen Orten auf meiner Liste. Doch das Atemberaubende daran ist ja, dass Forscher sich nicht erklären können, wie es überhaupt zu dieser Formation gekommen ist. Denn dieser gigantische Brocken ist 265 Meter hoch und hat so steile Felswände, dass sie fast schon vertikal verlaufen. Aber das ist nicht mal das Verblüffendste. Diese Steinformation steht einfach so inmitten der ewigen Prärie Wyomings und rundherum gibt es meilenweit keine einzige vergleichbare Erhöhung. Wie konnte also plötzlich so ein großer Härtling aus dem Erdboden hervortreten? Die Theorien überschlagen sich zwar, aber eine Antwort gibt es noch nicht. Meine Theorie? Ich denke, das ist der nach außen gewölbte Bauchnabel der Erde. Aha, dann schlag doch eine bessere Theorie vor! Der Wirbel von Oregon, USA. Diese geheimnisvolle Hütte in Gold Hill im Bundesstaat Oregon begeistert seine Besucher mit vielen Zaubertricks. Dort kann man nicht aufrecht stehen, man ist immer zur Seite gelehnt und muss sich an etwas festhalten. Bälle rollen bergauf und es soll sogar einen Besen geben, der immer stillsteht, egal wohin man ihn stellt. Die amerikanischen Ureinwohner nannten diesen Ort schon den verbotenen Boden, noch bevor überhaupt die Hütte dort erbaut wurde. Und sie meiden diesen Ort noch immer. Die Besitzer der Hütte allerdings verwandelten den Ort zu einer Attraktion, und zwar mit Erfolg. Sie haben die Hütte zu einem sagenumwobenen Ort gemacht, das Mysterium in Zeitungen und später im Internet verbreitet und voilà, das Rezept für eine perfekte Anomalie. In Wirklichkeit ist das aber nichts weiter als eine Kuriosität. Eine menschengemachte optische Täuschung, die deine ganzen Sinne durcheinander bringt. Die Hudson Bay in Kanada. Okay, bisher haben wir uns eher Fässer mit doppeltem Boden angesehen, aber jetzt kommt der Hammer. Ich spreche von der Anomalie in der Hudson Bay. Das ist womöglich der einzige Ort auf der Welt, an dem die Gravitation tatsächlich geringer ist als anderswo. Nicht mal Skeptiker können etwas dagegen sagen, denn präzise Messungen beweisen es. Ist die Erdanziehungskraft hier also so gering wie, sagen wir mal, auf dem Mond? Zu unserem Unglück, oder sollte ich sagen Glück, keine Ahnung, ist die Abweichung unbedeutend klein. Sie liegt bei nur 0,005% oder besser einem 200%. Du wirst gar nichts davon merken, auch wenn du es wirklich willst. Aber die Abweichung ist da. Die Forschung meint, das Phänomen findet seinen Ursprung in der Eisschicht, die vor 10.000 Jahren dieses Gebiet überdeckte. Sie hat das Gestein so sehr zusammengedrückt, dass es sich bis heute nicht davon erholen konnte, weshalb es zu einer Verschiebung des Gravitationsfelds kommt. Mit der Zeit soll sich die Abweichung allerdings gänzlich in Luft auflösen. Okay, dann kein Moonwalk für mich. Na doch. Ein riesiger Meteorit tritt in unsere Atmosphäre ein und verursacht eine Explosion von katastrophalem Ausmaß. Das Leben auf der Erde endet, denn eine riesige Feuerwelle rollt mehrmals über den Planeten hinweg und von der grünen Landschaft bleibt nur noch Asche und Staub. Aber es gibt noch eine andere Möglichkeit für die Zukunft unseres Planeten. Die Sonne könnte sie verschlucken. Warte mal, wer bist du denn? Im Laufe ihrer Entwicklung wird sich unsere Sonne immer weiter ausdehnen. Bin ich der Einzige, der diese Stimme hört? Bis sie so groß wird, dass sie unseren Planeten einfach verschluckt, ohne mit der Wimper zu zucken. Hey Kollege, das ist mein Video. Haha, ich glaub nicht. Okay, wir teilen es uns. Aber lass uns noch nicht so weit in die Zukunft schauen, ja? Wie du willst, Kollege. Aber was ist mit der Tatsache, dass die Erde bald Ringe bekommt? Wie Saturn? Fast. Die Ringe des Saturns bestehen aus Staub und Eis. Ja, davon habe ich gehört. Vor tausenden von Jahren geschah etwas sehr Geheimnisvolles in der Umlaufbahn des Saturns. Die Schwerkraft des Planeten riss einen seiner Trabanten auseinander. Ja, Saturn ist ein Gasriese. Er ist 95 Mal so schwer wie die Erde. Seine Schwerkraft ist also stärker. Er hat einen kleinen Mond aus seiner Umlaufbahn zu sich herangezogen.
Dann wurde er durch Gezeitenkräfte wie die zwischen Erde und Mond von innen gesprengt. Viele riesige Fragmente blieben in der Umlaufbahn des Saturns hängen. In der Wissenschaft vermutet man auch, dass da zwei Monde zusammengestoßen sind. Sie krachten wie Billardkugeln ineinander. Und aus den beiden kosmischen Körpern blieb nur ein Haufen von Trümmern und Eisbrocken übrig. Und egal wie sie dorthin gekommen sind, diese Trümmer begannen den Saturn zu umkreisen. Sie stießen ineinander und wurden immer kleiner, wie bei einem kosmischen Mixer. Die Trümmer wurden allmählich zu Staub und die riesigen Eisbrocken verwandelten sich in kleine Kristalle. Im Größenverhältnis stehen Staub und Kristalle zu den Ringen wie ein Fingernagel zu einem Schulbus. Ja, und bald werden ähnliche Ringe um die Erde auftauchen. Aber wie das? Wir haben doch den Mond und es ist schwer vorstellbar, dass er jeden Moment auseinanderbrechen könnte. Außerdem haben wir keinen zweiten Mond, der eine ähnliche Kollision in unserer Umlaufbahn provozieren könnte. Weltraumschrott. Und davon haben wir eine Menge. Wir haben etwa 1957 damit begonnen, Raketen in die Erdumlaufbahn zu schießen. Und du weißt ja, wie das abläuft. Ah, stimmt. Die Rakete besteht aus mehreren Teilen. Einem Booster, vielleicht auch mehrere, die zweite Stufe der Rakete und dann die Fracht, die in einer Kapsel am Ende der Rakete gelagert wird. Der Booster beschleunigt die Rakete fast bis zur Umlaufbahn und dockt dann ab. Die zweite Stufe zündet die Triebwerke und die Rakete steigt noch höher, um die Fracht in die Umlaufbahn zu bringen. Dann dockt auch die zweite Stufe ab und die Frachtkapsel entlässt den Satelliten oder die Raumsonde in den Weltraum. Genau, die erste und die zweite Stufe der Rakete und die Frachtkapsel sind immer Einwegartikel. Das heißt, sie bleiben in der Erdumlaufbahn. Einige wurden von unserem Planeten angezogen. Sie traten in die Atmosphäre ein und verglühten wegen der Reibung mit der Luft. Aber immer mehr Objekte umkreisen unseren Planeten. 2021 wurde geschätzt, dass etwa 170 Millionen Weltraummüllobjekte in unserer Umlaufbahn kreisen. Darunter sind auch Kleinteile von Raketen wie die Bolzen, die beim Abdocken der Raketenstufen gelöst werden. Außerdem kreisen da ausgediente Satelliten, aber natürlich auch aktive und auch Trümmer von vergangenen Kollisionen. Davon habe ich gehört. Im Jahr 2009 kollidierten zwei Satelliten miteinander. Beide Satelliten wurden zerstört, dabei zerbrachen sie in etwa 600 Teile unterschiedlicher Größe. Richtig. Und diese scharfen Metallfragmente fliegen in der Umlaufbahn mit einer Geschwindigkeit von etwa 10 Kilometern pro Sekunde. Sie bräuchten also weniger als 10 Minuten, um von New York nach London zu fliegen. Ja, das ist ungefähr die gleiche Geschwindigkeit, mit der unsere Raketen fliegen. Und das ist etwa 45 Mal schneller, als kommerzielle Flugzeuge unterwegs sind. Diese Fragmente haben also eine Menge Energie. Und wenn sie aufeinanderprallen, zerbrechen sie und werden kleiner. Genau wie die Mondtrümmer um Saturn. Ganz genau. Und wenn du dir eine Karte des Weltraummülls anschaust, siehst du, dass sich der meiste Müll in verschiedenen Höhenlagen rund um den Äquator zieht. Aber Metalltrümmer, die schneller als die Schallgeschwindigkeit fliegen, können doch unsere Raumschiffe beschädigen, oder? Ja, die Internationale Raumstation musste schon einmal ihre Triebwerke einschalten, um einen Zusammenstoß mit einer Wolke aus Weltraummüll zu vermeiden. Scharfe Metallteile können den Rumpf der Station beschädigen oder ihn sogar durchschlagen. Dann wäre die ISS, die etwa 150 Milliarden Dollar wert ist, sofort zerstört. Wenn wir also weiterhin den Müll in der Umlaufbahn zurücklassen, verpassen wir unserem Planeten früher oder später ein paar Ringe. Mhm, und die werden auch tagsüber sichtbar sein. Sie werden das Sonnenlicht reflektieren, genau wie der Mond. Und wenn du aus dem Fenster schaust, wirst du wunderschöne Streifen sehen, die durch den Schatten der Erde unterbrochen werden. Interessante Vorhersage. Mhm. Willst du noch eine andere ungewöhnliche hören? Hau raus! Stell dir vor, unsere Sonne hat sich um das Zehnfache vergrößert. Und dieser Prozess findet genau jetzt statt. Unser Stern ist ein riesiger Kessel, der Wasserstoff verbrennt. Er heizt sich ständig weiter auf und alle Milliarden Jahre wird die Sonne etwa 10% heller und erzeugt mehr Wärme. Sie wird die Erde noch weiter aufheizen und schließlich werden die Ozeane und Meere auf unserem Planeten verdampfen. Dicke Wolken bedecken den Himmel und die Erde wird in ein riesiges Treibhaus verwandelt. Unsere Heimat wird dann wie die Venus aussehen. Uff, dann kann die Menschheit aber nicht mehr auf der Erde leben. Was machen wir dann? Naja, wir werden alle Menschen und Tiere in Raumschiffe verladen und zum Mars fliegen. Zu diesem Zeitpunkt wird die Sonne den Mars schon schön erwärmt haben. Wasser und Kohlendioxid tief im Innern des Planeten werden so weit verdampft sein, dass sie eine Atmosphäre bilden. Das wird einen Treibhauseffekt verursachen und den Planeten so stark erwärmen, dass du dort in kurzen Hosen rumlaufen kannst.
Cool. Und dann schauen wir vom Mars aus zu, wie die Erde zu einem leblosen Brocken mit Säurewolken wird, wie die Venus. Ja, aber in 7 Milliarden Jahren wird sich die Sonne so weit ausgedehnt haben, dass sie zu einem roten Riesen wird. In dieser Phase wird sie 256 Mal breiter sein als heute. Sie wird also Merkur und Venus verschlucken. Und der Rand des Sterns wird genau bis zur Umlaufbahn der Erde reichen. Also wird unser Planet einfach im heißen Plasma der Sonne verbrennen? Vielleicht. Aber wenn ein Stern so viel Brennstoff verbrennt, verliert er auch an Gewicht. Und so wird auch das Gravitationsfeld der Sonne schwächer. Sie wird also die Planeten des Sonnensystems nicht mehr so nah an sich halten können. Vielleicht wird dadurch die Umlaufbahn unseres Planeten breiter. Und dann wird die Erde der erste Planet neben der Sonne sein. In der Wissenschaft glaubt man, dass der Saturnmond Titan bis dahin die Voraussetzungen erfüllt, eine neue Heimat für die Menschheit zu sein. Dann wird die Sonne ihre oberen Schichten abstreifen und sie wird drastisch an Masse und Schwerkraft verlieren, was das Sonnensystem in pures Chaos stürzen wird. Einige Planeten werden miteinander kollidieren. Andere werden einfach in die Weiten des dunklen Weltraums fliegen, wie bei einem kosmischen Billardspiel. Ganz genau. Und das letzte Stadium im Leben der Sonne ist ein weißer Zwerg. Dann wird unser Stern so groß wie die Erde sein. Die Planeten, die überlebt haben, bekommen nicht mehr genug Wärme vom weißen Zwerg. Und sein Licht wird über Milliarden und Billionen von Jahren allmählich verblassen. Es gibt noch eine andere Challenge mit galaktischem Ausmaß, die die Erde in ferner Zukunft erwartet. Ah, du meinst den Zusammenstoß von Milchstraße und Andromeda. Das ist ein Bingo! In diesem Moment bewegt sich die Andromeda-Galaxie mit 100 Kilometern pro Sekunde auf uns zu. Mit dieser Geschwindigkeit könntest du in nur 6 Minuten einmal um die Erde reisen. Am Nachthimmel kannst du die Sterne und das Gas der Andromeda-Galaxie schon mit bloßem Auge sehen. Sie ist 2,5 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt. Und in 4 Milliarden Jahren werden die Galaxien beginnen zu verschmelzen. Niemand kann mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, was mit der Erde passieren wird. Es könnte das totale Chaos geben, wenn die Sterne und Nebel der beiden Galaxien zusammenstoßen. Es würden überall Supernova-Explosionen losgehen, wie ein Feuerwerk. Das ist aber extrem unwahrscheinlich. Die Konzentration von Sternen und Weltraumobjekten in Galaxien ist sehr gering. Das heißt, die Abstände zwischen ihnen sind gigantisch. Das ist in etwa so, als würdest du eine Handvoll Sand über den gesamten Planeten verstreuen. Ja, das wahrscheinlichste Szenario ist, dass es mit dem Zusammenstoß beider Galaxien kein flüssiges Wasser mehr auf der heißen Oberfläche der Erde geben wird. Das würde das Ende allen irdischen Lebens bedeuten. In der Wissenschaft glaubt man, dass das in etwa 3,75 Milliarden Jahren passieren wird. Mach's gut, Kollege. Mach's besser, Kollege. Es geschah am Freitag, dem 19. März 2021 um 20.45 Uhr in Island. Etwas über 30 Kilometer von der Hauptstadt entfernt brach ganz plötzlich geschmolzenes Gestein aus dem Untergrund durch die Erdoberfläche. Helle Lavafontänen erhellten den Nachthimmel. Ein Vulkan in diesem Tal erwachte das erste Mal nach fast 800 Jahren Schlaf wieder zum Leben. Wir unterteilen Vulkane in 3 Kategorien. Aktiv, schlafend und erloschen. Etwa 1900 auf der ganzen Welt gelten als aktiv. Das heißt, sie sind in jüngerer Vergangenheit ausgebrochen und werden es in naher Zukunft wahrscheinlich wieder tun. Schlafende Vulkane sind seit langem nicht aufgepoppt, aber könnten es irgendwann. Sie schlafen also nur. Und die erloschenen Jungs haben seit mehr als 1 Million Jahre nichts mehr von sich hören lassen. Der Ausbruch in Island war nicht super bombastisch. Und er hat knapp 10 Kilometer von der nächsten Stadt entfernt stattgefunden, also war niemand in Gefahr. Viele Menschen sind sogar näher herangefahren und einige besonders Mutige haben versucht, auf der Lava Eier und Speck zu braten. Passt nur auf, dass euer Frühstück nicht verkohlt. Lava kann bis zu 1250 Grad heiß werden. Sie verbrennt alles auf ihrem Wege. Und trotzdem schafft sie mit den fruchtbarsten Boden für die Landwirtschaft. Dieser Ausbruch hat zuerst nur vergleichsweise wenig Lava produziert. Doch die hat sich in verschiedene Richtungen im Tal ausgebreitet und eine Art Schild gebildet, der stetig anwächst.
Man kann nie vorhersagen, wie schnell so ein Lavastrom sein wird, bevor man es sehen kann. Es hängt vor allem von der Dicke der Lava und der Steilheit des Abhangs ab. Lava kann mit langsamen 6 Metern pro Minute dahin triefen, was einem Bruchteil deiner durchschnittlichen Gehgeschwindigkeit entspricht. Oder sie kann fast 50 Kilometer pro Stunde schnell sein, sodass nicht einmal der schnellste Mensch der Welt ihr entkommt. Doch die Lava ist nicht das Gefährlichste an einem Vulkan. Dieser Titel gebührt den giftigen Gasen, die bei einem Ausbruch auftreten. Und die verbreiten sich schneller und weiter als das flüssige Gestein. Im Falle von Island hat der Wind diese Gase glücklicherweise von bewohnten Gebieten weggetragen. Die Wissenschaft war von dem Ausbruch des Vulkans nicht überrascht. Man wusste, dass er passieren würde. Erdbeben mit wachsender Stärke hatten das Gebiet seit 15 Monaten erschüttert. Es gab ganze 50.000 Erdbeben in nur 3 Wochen vor dem Ausbruch. Das sind 100 pro Stunde. Der Vulkan ist seit März aktiv und GeologInnen vermuten, dass es noch Wochen, Monate, Jahre oder sogar Jahrzehnte lang ständige Eruptionen geben kann. Der kalifornische Mount Shasta zählt zu den 5 gefährlichsten Vulkanen in den USA, daher wird er sehr genau beobachtet. Der letzte Ausbruch war im Jahr 12.050. Ich war damals nicht dabei, aber dieser Vulkan bricht alle 600 bis 800 Jahre aus. Und das bedeutet, tick-tack, es könnte jeden Tag soweit sein. Etwa eine Stunde von Portland in Oregon entfernt befindet sich ein weiterer aktiver Vulkan, der das letzte Mal im 19. Jahrhundert ausgebrochen ist. Das nächste Mal, wenn er losgeht, erwartet die Wissenschaft sehr viel größere Mengen an Asche und Staub. Das könnte zu einem Stromausfall führen und das Wasser in der Gegend untrinkbar machen. Doch Mount Hood steht unter strenger Beobachtung, sodass im Fall des Falles genügend Zeit ist, um die Menschen zu warnen. Der Kilauea ist einer der aktivsten Vulkane der Welt. Er bricht seit 1983 fast regelmäßig aus, was es zu einem der längsten Ausbrüche der Welt macht. Er ist der jüngste Landvulkan auf Hawaii. Es kann tausende Jahre dauern, bis sich ein Vulkan bildet, während andere praktisch über Nacht aufpoppen können. Ein Vulkan in Mexiko brach 1943 einfach auf einem freien Feld aus und wuchs von dort an immer mehr an. Innerhalb eines Jahres hatte er eine Höhe von 457 Metern erreicht. Als der Ausbruch 9 Jahre später endlich aufhörte, war der Berg auf über 2800 Meter angewachsen. Der Fuji ist ein japanisches Symbol. Das letzte Mal, dass er ausgebrochen ist, war 1707, als er seinen Schauer aus brennendem Gestein fast 100 Kilometer weit spuckte. Würde sich eine ähnliche Eruption heute ereignen, würde Tokio in diesem Radius liegen. Der Fuji liegt genau auf dem pazifischen Feuerring, einem hufeisenförmigen Gebiet im Pazifik voller aktiver Vulkane und Erdbeben. Von einem Ende zum anderen ist er 40.000 Kilometer lang. Er könnte sich über den ganzen Äquator erstrecken. Im Januar 2020 begann der Tal auf den Philippinen Lava zu spucken und gewaltige Aschefahnen 800 Meter hoch in den Himmel zu schießen. Der Ausbruch löste sogar ein seltenes Phänomen aus, ein Eruptionsgewitter. Dabei produziert die Rauchwolke eines Vulkans eigene Blitze. Auch die Chance von Vulkan-Tsunamis war hoch. Die werden für gewöhnlich von tektonischen Bewegungen während vulkanischer Aktivitäten ausgelöst. Der Tal ist in den letzten 450 Jahren mehr als 30 Mal ausgebrochen. Dieser Vulkan in Ecuador ist das letzte Mal 2016 ausgebrochen. Die Wissenschaft vermutet, dass es erste Anzeichen unruhiger Magma gibt. Es handelt sich hier um einen aktiven Schichtvulkan, eine spezielle kegelförmige Gattung mit steilen Seiten. Darin bildet sich eine klebrige Lava, die nur zäh fließt. Diese Lava wandert um den Schacht herum, kühlt ab und schichtet sich zu diesen steilen Wänden auf. Diese Art neigt eher zu den explosiven Ausbrüchen, die in Filmen zu sehen sind. Der Ruapehu ist der älteste Nationalpark in Neuseeland. Ein vulkanisches Wunderland, in dem du all diese dampfenden Krater, atemberaubenden Seen und ungewöhnlichen Felsformationen aus nächster Nähe sehen kannst. Der letzte Ausbruch fand 2007 statt und insgesamt gab es hier 10 Ausbrüche seit der Mitte des 19. Jahrhunderts. Doch Ausbrüche, Lavaströme und Giftgase sind nicht die einzigen Gefahren, die von Vulkanen ausgehen.
Es gibt da auch etwas namens Lava, eine Art vulkanischen Schlammfluss aus Schutt. Zwischen Eruptionen kommt es zu einer Schneeschmelze und der Bildung von Seen in der Caldera. Wenn der letzte Ausbruch Schlamm, Asche und Gestein in den See führt, wird der gefährlich voll. In diesem Fall hält nur ein temporärer Damm den Inhalt zurück. Indonesien hat die größte Anzahl aktiver Vulkane auf der Welt, darunter einen namens Anak Krakatau. Das bedeutet Kind des Krakatau. Und sein berühmter Papa ist gar nicht weit weg. 2018 erweckte ein riesiger Tsunami den Junior teilweise zum Leben. Ein gruseliger Gedanke, schließlich hatte Senior 1883 einen der mächtigsten Ausbrüche, die je auf unserem Planeten stattgefunden haben. Der Wumms des Krakatau war das lauteste Geräusch aller Zeiten. Die Explosion war noch 3280 Kilometer weit entfernt zu hören. Die Schallwelle umrundete 7-mal die Welt. Und der Wissenschaft zufolge ist das Ausbruchsmuster dieses Vulkans schwer vorherzusagen. Der Yasur auf Vanuatu ist einer der ganz wenigen Vulkane auf der Welt, in denen du einen Lavasee siehst. Touristen und Touristinnen besteigen ihn sogar, um über den Rand zu schielen und einen Blick auf den brennenden, blubbernden See weiter unten zu erhaschen. Außer natürlich, wenn die vulkanischen Aktivitäten auf die Level 3 und 4 von 5 klettern. Das bedeutet stärkere Erdbeben, Vulkanerschütterungen und Dampf-, Gas- oder Ascheausstöße. Dann ist der Zutritt verboten, weil logisch. Dieser Vulkan in der Demokratischen Republik Kongo besitzt den aktivsten und größten Seevulkan der Welt. Und all diese Lava ist außergewöhnlich flüssig. Was bedeutet, sie bewegt sich schneller und weiter als das Zeug, das aus den meisten anderen Vulkanen kommt. Er mag ganz sicher nicht zu den höchsten gehören, doch Äthiopiens Erta-Ale ist insofern einzigartig, dass er einen ständigen Lavasee bildet, was ziemlich selten ist. Die Einheimischen nennen ihn den rauchenden Berg, weil seine Lava oft Eruptionen verursacht. Dieser Vulkan liegt nahe der Danakil-Senke, einem der heißesten Orte auf unserem Planeten. Der Merapi bricht seit der Mitte des 16. Jahrhunderts regelmäßig aus. Dieser Vulkan ist der Wissenschaft eine Hilfe bei ihren wichtigen Nachforschungen zum Ablauf von Ausbrüchen, sodass die Menschen rechtzeitig gewarnt werden können. Nachdem er eine ganze Weile geschlafen hatte, erwachte dieser Vulkan in Zentralmexiko 1994 wieder zum Leben. Seitdem produziert er riesige Mengen an Schlamm und kräftige Explosionen in unvorhersehbaren Abständen. In der Vergangenheit haben die enormen Ausbrüche dieses Riesen ganze antike Städte und Pyramiden begraben. Stell dir vor, du übernachtest in einem Hotel und wachst mit dem atemberaubenden Ausblick auf einen massiven, von leuchtenden Lavaströmen und Aschewolken bedeckten Vulkan auf. Wenn er Wärme ablässt, haben die Besucher und Besucherinnen dieses Gebietes in Guatemala Gelegenheit, dort Marshmallows zu rösten. Einer der aktivsten Vulkane der Erde liegt auf einer kleinen Insel nördlich von Sizilien. Der Stromboli explodiert regelmäßig, wozu glühende Lava aus den Schächten in seinem Inneren gehört. Nicht weit weg davon befindet sich der Ätna, Europas aktivster Vulkan und einer der größten kontinentalen der Welt. Übrigens ist die Erde bei weitem nicht der einzige Planet mit Vulkanen. Der größte in unserem Sonnensystem liegt auf dem Mars. Er könnte die gesamte Fläche des US-Bundesstaates Arizona bedecken und erhebt sich dreimal so hoch wie der Mount Everest. Uff, bloß nicht nach unten sehen. Achtung, Achtung! Bewohner und Bewohnerinnen aller Länder und Städte der Welt. Ein riesiger Asteroid bewegt sich auf die Erde zu. Er ist mit Überschallgeschwindigkeit unterwegs und wird immer schneller. Wenn er unser Sonnensystem erreicht, passiert er Uranus, Saturn, Jupiter und Mars. Die Gravitation dieser Planeten wird ihn weiter beschleunigen. Sein Ziel ist unser Planet. Eine Kollision ist unausweichlich. Wissenschaftlern zufolge kann ein Meteorit in der Größe des Mount Everest den gesamten Planeten zerstören. Die Katastrophe wird in 350 Tagen eintreten. Auf den Straßen herrscht Panik, die Menschen errichten Bunker. Wissenschaftler und Astronomen der ganzen Welt schließen sich zusammen, um eine Lösung zu finden. Die einzige Möglichkeit, eine Kollision zu vermeiden, ist, den Asteroiden zu zerstören. Ja, eine mächtige Rakete kann den Brocken in tausende Teile sprengen. In diesem Fall würde ein Meteoritenschauer auf die Erde niedergehen. Aber das wäre immer noch besser als die totale Zerstörung. In weniger als einem Jahr bauen die Menschen mehrere Raketen.
Astronomen erschaffen mit den besten Teleskopen der Welt ein einzigartiges Leitsystem. Dann heißt es warten, bis der Asteroid in unserem Sonnensystem ankommt. Alle Menschen ziehen sich auf einen Kontinent in den Hauptbunker zurück. Das Ausmaß des Schadens ist schwer vorherzusagen. Es ist also besser, die Kollision an einem riesigen, sicheren Ort auszusitzen. Der Moment ist gekommen. Der Asteroid fliegt an Uranus vorbei. Er wird schneller. Der riesige Brocken ist nur noch 10-mal langsamer als Lichtgeschwindigkeit. Wissenschaftler starten die Raketen. Der Asteroid passiert den Saturn und zerstört einen Teil seiner Ringe. Die Flugbahn des Asteroiden ändert sich. Er fliegt Schlängellinien um die Planeten und legt immer mehr an Tempo zu. Die Raketen hinterlassen einen langen Feuerstrahl und erreichen Schallgeschwindigkeit. Sie nähern sich dem Asteroiden. In der Nähe des Mars kommt es zur Kollision. Die Raketen treffen ihr Ziel. Der Asteroid explodiert und zerspringt in Millionen Einzelteile, die in alle Richtungen fliegen. Die Erde ist gerettet. In diesem Moment zeichnen unsere Satelliten einen mächtigen Energieblitz auf. Ein kleiner Teil des Asteroiden fliegt auf die Erde zu. Er ist winzig, so groß wie ein Sandkorn, aber die Explosion hat es beschleunigt. Es kommt mit knapp 300.000 Kilometern pro Sekunde auf die Erde zu. Das entspricht 99% der Lichtgeschwindigkeit. Bei diesem Tempo hat das Sandkorn beinahe dieselbe destruktive Energie wie der gesamte Asteroid. Es erreicht den Mond. Nur wenige Sekunden und das Sandkorn wird unseren Planeten treffen. Die Menschheit hält den Atem an. Aufgrund physikalischer Gesetze verfügt das Sandkorn über eine unglaubliche Kraft. Je schneller ein Objekt ist, desto mehr Masse und Energie hat es. Wenn das Sandkorn nahezu Lichtgeschwindigkeit erreicht, steigen Masse und Energie dramatisch an. Du kannst es nicht sehen, aber das Sandkorn hat die Masse eines ganzen Kontinents. Wenn das Sandkorn Lichtgeschwindigkeit erreicht, wird seine Masse unendlich. Und dann entsteht ein schwarzes Loch. In diesem Fall wird alles, lebendig oder nicht, von unserem Planeten verschwinden. Bäume, Meere und Ozeane, alle Städte, Länder und Kontinente. Luft, Atmosphäre, jedes einzelne Molekül der Erde, alles würde von der unglaublichen Gravitationskraft des schwarzen Lochs eingesogen werden. Wenn von unserem Planeten nichts mehr übrig ist, schnappt das Loch sich den Mond. Die Gravitationskraft steigt weiter an und absorbiert alle anderen Planeten des Sonnensystems. Schließlich ist die Sonne an der Reihe. Unser Stern zerfällt in tausende spaghettiartige Streifen und setzt unbeschreibliche Mengen Energie frei. Ein zweites schwarzes Loch könnte entstehen, aber es sind ja nur 99% der Lichtgeschwindigkeit und das ändert alles. Überhaupt kann kein Objekt, das eine Masse besitzt, Lichtgeschwindigkeit erreichen. Das Sandkorn tritt in die Erdatmosphäre ein. Von außen betrachtet sieht es wie ein gleißender Meteorit, der den Himmel durchsticht, aus. Das Sandkorn erhitzt sich auf dem Weg durch die Atmosphäre. Wolken in einem Umkreis von hunderten Kilometern verbrennen. Der Himmel wird kristallklar. In Zeitlupe betrachtet kann man sehen, wie die Luft ionisiert wird, weil Luftmoleküle gespalten werden. Das passiert auch bei Gewittern. Unsere Sonne verfügt ebenfalls über ionisierende Kraft und desinfiziert die Luft. Der Meteorit hinterlässt ein Ozonloch. Dieser Bereich ist nun nicht mehr vor der Weltraumstrahlung und ultraviolettem Licht geschützt. Das Sandkorn landet mitten im Südpolarmeer in der Nähe der Antarktis. Die Luft erhitzt sich und mischt sich mit der Kälte des Ozeans. Hurrikane entstehen. Sobald das Sandkorn die Wasseroberfläche erreicht, beginnt das Wasser zu kochen. Temperatur und Energie des Sandkorns sind so hoch, dass das Wasser schlagartig verdampft und direkt verbrennt. Tausende Liter Wasser lösen sich in Luft auf. Die ersten Meter taucht das Sandkorn ein, ohne Wasser zu berühren, da es vorher schon verdampft. Dann stürzt es in den Ozean und löst eine heftige Explosion aus. Hunderte Millionen Liter Wasser schäumen und blubbern wegen der Hitze. Der gesamte Ozean im Kreis von hunderten Kilometern wird erleuchtet. Die Tiefen des Ozeans, die noch nie Sonnenstrahlen gesehen haben, sind beinahe durchsichtig, wie das Wasser in einem Pool. Die Atome eines alten gesunkenen Schiffswracks teilen sich infolge der energiereichen Explosion. Unbekannte Seemonster und Riesenkalmare, die in der Dunkelheit leben, fliehen aus Angst vor dem grellen Licht. Dann berührt das Sandkorn den Meeresgrund und bohrt sich tief in die Erdkruste. Würde es den Erdkern erreichen, würde der Planet vermutlich aufgrund der hohen Energie explodieren. Zum Glück wird es dazu aber nicht kommen. Der Widerstand von Ozean und Kruste bremst das Sandkorn und raubt ihm Energie. Es kommt zu einer Verschiebung der tektonischen Platten. Doch das war längst nicht alles. Riesige Wellen bilden sich und wandern über die Ozeane. Die Druckwelle erzeugt mächtige Tsunamis. Stell dir vor, einen Kiesel in eine Pfütze zu werfen. Dasselbe passiert mit dem Ozean. Gigantische Wellen erreichen die Küstenstädte. Zum Glück sind alle Menschen evakuiert. Die verursachten Schäden gehen in die hunderte Billionen Euro. Häuser werden zerstört, Straßen überflutet. Nach einer Weile setzen Regen und Hurrikane ein.
Das verdampfte Ozeanwasser bildet mächtige Gewitterwolken. Der Wind treibt sie zu den Kontinenten. Nach den Tsunamis folgen nun langanhaltende Regengüsse. Alles wird überschwemmt. Tage vergehen, doch die Naturkatastrophen enden nicht. Die Temperatur des Südpolarmeers ist um mehrere Grad Celsius angestiegen. An der Einschlagstelle kocht der Ozean und schmilzt die antarktischen Gletscher. Millionen Eisberge schmelzen dahin und der Wasserspiegel steigt weltweit dramatisch an. Die Küsten der Kontinente versinken für immer im Wasser. Gewitterwolken erreichen die Sahara und andere Wüsten. Die Bewegung der tektonischen Platten löst Erdbeben aus. Vulkane erwachen. Der Himmel ist von vulkanischer Asche erfüllt. Es wird Monate dauern, bis sie sich gelegt hat. Anfangs ist das eine herausfordernde Situation für das Leben auf der Erde. Pflanzen und Lebewesen erhalten nicht mehr ausreichend Sonnenlicht. Bäume und Seegras können keine Photosynthese mehr betreiben. Die Sauerstoffproduktion gerät ins Stocken. Das Atmen fällt schwer. Uns geht allmählich die Luft aus. Die Menschen müssen sich an die neuen Bedingungen anpassen. Sie bauen neue Städte an Land und im Ozean. Sie legen Plantagen mit künstlichem Licht für die Photosynthese an. Zum Glück enden alle Probleme, wenn die Asche sich gesetzt hat. In den Vulkanen fließt heißes Magma. Es ist nützlich, da es viele chemische Elemente und Mineralien enthält. Zusammen mit der Asche fallen Nährstoffe zu Boden und die Erde wird gut gedüngt. Pflanzen, Bäume, Obst und Gemüse wachsen unglaublich schnell und produzieren neuen Sauerstoff. In der Sahara wachsen Blumen und sie gleicht eher einer riesigen Blumenwiese als einer Wüste. Das Sandkorn hat den Planeten erneuert, statt ihn zu zerstören. Schneiden wir die Erde in zwei Hälften. Nun siehst du alle Schichten. Hier ist der innere Kern. Er ist etwa 40 Mal heißer als dein Backofen. Das ist der Mantel, ein Ozean aus heißer Lava. Dann folgt die Kruste der Erde, die feste Oberfläche, auf der wir leben. Aber wenn du weiter nach oben schaust, gibt es neben der Atmosphäre und Ozonschicht noch viele weitere Schichten. Wissenschaftler entdeckten erst kürzlich eine seltsame Blase, die unseren Planeten vor Strahlung schützt. Die Blase besteht aus Radiowellen, wie wir sie für die Kommunikation nutzen. Im Radiospektrum leuchtet unser Planet wie ein Weihnachtsbaum. Wir interessieren uns hier für sehr niedrige Frequenzen, solche, die zur Kommunikation mit U-Booten zum Einsatz kommen. Radiowellen sind genauso wie Lichtwellen oder einfache Ozeanwellen. Sieh dir diese an. Der Abstand zwischen zwei Spitzen heißt Wellenlänge. Und die Anzahl der Wellen in einem bestimmten Zeitintervall nennt man Frequenz. Hier haben wir zum Beispiel 10 Wellen innerhalb einer Sekunde. Na, errätst du die Frequenz dieser Welle? Genau, 10 Hertz. Handys nutzen Wellenlängen im Frequenzbereich von 300 bis 3000 Megahertz. Du musst also noch 3 Nullen anhängen. Aber solche Wellen können kaum Hindernisse überwinden. Denke einmal daran, wie du den Empfang verlierst, wenn du durch einen Tunnel fährst. Das liegt an dem Metall in der Konstruktion. Es ist ein leitendes Material, das die Radiowellen signifikant schwächt. Salzwasser ist auch eine Art Leiter. Wenn ein U-Boot also tief genug ist, schwächt die dicke Wasserschicht das Signal und die Verbindung wird unterbrochen. Daher senden wir an U-Boote weniger, aber dafür längere Wellen. In derselben Zeitspanne ist die Frequenz einer kurzen Welle viel höher als die von langen Wellen. Darum nennen wir sie Längswellen. Wie sich herausstellte, wandern diese Wellen um den gesamten Erdball und sogar ins Weltall. Und da wird es interessant. Die Wellen kollidieren mit Partikeln der Sonnenstrahlung. Wir stellen uns die Sonne als einen freundlichen Riesen, der uns Licht und Wärme spendet, vor. Aber in Wahrheit gibt sie jede Menge schädliche Strahlung ab. Jeder Sonnensturm oder die elektrische Entladung von Material in Richtung unseres Heimatplaneten verursacht heftige Strahlungsausbrüche. Diese Partikel fliegen zu unserem Planeten, wie es auch die Radiowellen tun. Sie reisen innerhalb von 8 Minuten 150 Millionen Kilometer von der Sonne zur Erde und prallen auf unsere Blase, die wie ein Schutzschild wirkt. Im Grunde häufen sich die Strahlungspartikel der Sonne im Strahlungsgürtel um die Erde an. Das Magnetfeld unseres Planeten fängt sie ein. Die erst kürzlich entdeckte Blase aus extrem tieffrequenten Wellen befindet sich genau unter diesem Strahlungsgürtel. Er schirmt uns von diesen schädlichen Emissionen ab. Analysen älterer Studien belegen, dass der Strahlungsgürtel einst sehr viel tiefer und näher an der Erde lag. Aber als die Zivilisation begann, Radiowellen aktiv einzusetzen, schoben unsere Radiowellen den Gürtel weiter hoch. Niemand hätte eine solche Wirkung von einfachen Radiowellen erwartet.
aber sie bieten eine Möglichkeit, künftig Astronauten zu schützen. Solange sie auf der Erde sind, werden sie durch das Erdmagnetfeld geschützt. Man kann es physisch sehen, wenn es von Partikeln der Sonnenwinde aufgeladen wird und die Luftteilchen in zauberhaften Polarlichtern leuchten. Das nächste Mal, wenn du ein solches Phänomen beobachtest, denke daran, dass es die Erde ist, die uns vor der extrem schädlichen Strahlung beschützt. Aber wenn du dich außerhalb des Erdmagnetfelds irgendwo im Weltall befindest, habe ich leider schlechte Nachrichten für dich. Dort schützt dich nichts. Das ist ein ernstes Problem für Astronauten, die viele Monate auf der ISS verbringen. Vielleicht finden Wissenschaftler heraus, wie man eine solche Schutzblase aus Längswellen um ein Raumschiff oder eine Raumstation erzeugen kann. Dasselbe gilt für andere Planeten. Vielleicht werden wir einst den Mars besiedeln. Doch er hat kein Magnetfeld, das uns schützen kann. Wenn wir eine künstliche Blase erzeugen könnten, wären wir sicher. Eine weitere unsichtbare Blase, die uns beschützt, ist die Atmosphäre. Sie ist wie eine Torte oder eine Zwiebel aufgebaut. Jede Schicht der Atmosphäre hat spezielle Eigenschaften. Die unterste Schicht, in der wir leben, ist die Troposphäre. Diese Schicht enthält 80% des Gewichts der gesamten Luft auf unserem Planeten. Sie ist auch der Ort, wo sich der Großteil des Wasserdampfs aufhält. Hier findet unser Wetter statt. Die Sonne schickt Energie zur Erde. Die Erdoberfläche reflektiert sie und heizt die Troposphäre auf. Dadurch gerät sie in Bewegung und warme und kalte Luftmassen tauschen Plätze. Alle Winde, Zyklonen, Stürme und Tornados entstehen in der Troposphäre bis in eine Höhe von 12 Kilometern. Daher fliegen Passagierflugzeuge in einer Höhe von etwa 10 Kilometern. Die Winde und schlechten Wetterbedingungen betreffen diesen Bereich kaum. Zudem ist die Luft dort weniger dicht als an der Erdoberfläche. 1,5 Kilometer über Normal-Null zu fliegen, ist wie durch einen Keks zu brechen, während Fliegen in 10 Kilometer Höhe vergleichbar mit einer Bewegung durch geschlagene Sahne wäre. Das Flugzeug erfährt kaum Luftwiderstand. Dadurch spart es Treibstoff und die Passagiere sind sicherer. Zu den Nachteilen gehört, dass es dort verdammt kalt ist und man nicht atmen kann. Es ist kalt, weil nur wenige Luftmoleküle da sind, um die reflektierte Wärme vom Boden zu absorbieren und aneinander abzugeben. Das Atmen ist aus demselben Grund ein Problem. Daher sind Flugzeuge mit Sauerstoffmasken für den Notfall ausgerüstet. Noch ein Stück höher erreichen wir die Stratosphäre. Dort gibt es noch weniger Luftmoleküle. In diesem Bereich fliegen Wettersonden, kleine Ballons mit Computern, die uns bei der Wettervorhersage helfen. Dieser Teil der Atmosphäre enthält außerdem die Ozonschicht. Sie dient uns als Schutz vor der ultravioletten Strahlung. Ozon ist fast dasselbe wie Sauerstoff, nur dass es aus 3 Atomen besteht. Wenn schädliche UV-Strahlen in die Atmosphäre eintreten, treffen sie auf O3-Moleküle und zerbrechen sie in O2 und ein Sauerstoffatom. Die Strahlung selbst wird in Wärme umgewandelt. Aber das Ozon regeneriert sich schnell. Ein einzelnes Sauerstoffatom gesellt sich wieder zu dem O2 und das Ozonmolekül kann uns wieder beschützen. Es bildet ein unsichtbares Schutzschild gegen Strahlung und ermöglicht das Leben auf der Erde. Im Laufe der industriellen Entwicklung begannen wir, Freongas in die Atmosphäre abzugeben. Wir nutzten es früher in Kühlschränken. In der Luft kann sich ein einzelnes Chloratom vom Freon lösen und an ein einzelnes Sauerstoffatom binden. Nun kann sich das Ozon nicht regenerieren. Zum Glück wurde der Einsatz dieses Schadgases verboten und die Ozonschicht erholt sich. Wissenschaftler erwarten die vollständige Regeneration Mitte des 21. Jahrhunderts. Die Stratosphäre endet in ca. 50 Kilometer Höhe. Die folgende Schicht heißt Mesosphäre. Sie ist die kälteste von allen. Dort herrschen im Schnitt minus 95 Grad Celsius. Das ist 5-mal kälter als im Gefrierschrank. In dieser Schicht der Atmosphäre entzünden sich eintretende Meteore aufgrund der Luftreibung. Sie verbrennen vollständig. Die Luft ist hier jedoch zu dünn, als dass dort Flugzeuge oder Ballone fliegen könnten. Für Satelliten ist sie allerdings zu dicht. Daher ist diese Schicht der Atmosphäre am schlechtesten erforscht. Die nächste Schicht erstreckt sich von 90 Kilometern über Meeresniveau bis auf 800 Kilometer Höhe. Das ist etwa mehr als die Entfernung von Las Vegas bis San Francisco. In dieser Schicht der Atmosphäre befindet sich die Kármán-Linie. Das ist die Grenze zwischen unserem Planeten und dem Weltraum. In der Thermosphäre
fliegen all unsere Raumfahrzeuge und Satelliten. Sie beherbergt auch die internationale Raumstation. Die Temperatur steigt hier stark an. Die Luft ist hier 10-mal wärmer als in deinem Backofen. Grund dafür ist die Sonnenaktivität. Allerdings kannst du diese Hitze nicht spüren. Die Luftmoleküle, die diese Hitze transportieren, sind so rar, dass du buchstäblich zwischen ihnen schwebst. Stell dir ein riesiges Schwimmbecken mit nur 3 Tropfen Wasser darin vor. Das ist die Thermosphäre. Die höchste Schicht der Atmosphäre ist die Exosphäre. Das ist die breiteste Schicht unserer Luftblase. Wissenschaftler glauben, ihre Grenze läge auf halbem Weg zum Mond bei 193.000 Kilometern. Das ist der Punkt, wo der Druck der Solarstrahlung die Erdgravitation übersteigt. Sie ist ein Teil unserer Atmosphäre. Das heißt, die Astronauten, die bei verschiedenen Weltraummissionen und auf der ISS waren, haben die Erdatmosphäre eigentlich nie verlassen. Lass uns kurz ein wenig Mathe machen. Ein Verkehrsflugzeug kann 926 km/h schnell fliegen. Unsere Raketen fliegen mit 42.500 km/h ins All. Doch dieser Asteroid bricht alle Rekorde und rast über 53.000 km pro Stunde schnell umher. Das ist 43-fache Schallgeschwindigkeit. Mit diesem Tempo könntest du den Atlantik in nur 5 Minuten überqueren. Das Schlimmste ist, dass dieses Ding auf die Erde stürzen könnte. Es handelt sich um den Asteroiden 2021 RX9. Der ist 40 Meter breit. Das entspricht einem Drittel eines Fußballfeldes. Er wurde erst vor kurzem entdeckt und WissenschaftlerInnen konnten seine Umlaufbahn berechnen. Er ist nicht rund wie die meisten Planeten, sondern ellipsenförmig, als würdest du einen Donut ein bisschen zusammendrücken. RX9 beginnt seine Reise zum Mittelpunkt des Sonnensystems etwa 440 Millionen Kilometer von der Sonne entfernt. Er durchquert den Asteroidengürtel, dann die Umlaufbahn des Mars und der Erde. Er umkreist unseren Stern und schießt dann wie aus einer Steinschleuder zurück. Dann wird der Asteroid sich von der Sonne entfernen, bis die Schwerkraft des Sterns ihn wieder zurückzieht. RX9 macht diese Rundreise alle 2,5 Erdenjahre. Obwohl die Umlaufbahn des Asteroiden die unseres Planeten schneidet, ist das für uns nicht gefährlich. Seine geringste Entfernung zur Erde beträgt 7,5 Erde-Mond-Abstände. Aber es gibt viele andere Asteroiden im Weltraum, mit denen könnte RX9 kollidieren, sodass er seine Flugbahn verändert. Oh oh, und das könnte ihn auf die Liste der potenziell gefährlichen Asteroiden setzen. Und dann ist da noch der Asteroid 2021 NY1, der bereits auf der Liste steht. Er ist so groß wie 2 Freiheitsstatuen und bewegt sich mit 10 Kilometer pro Sekunde durch den Weltraum. Dieser Asteroid könnte dich also in nur 11 Stunden zum Mond bringen. Seine Umlaufbahn ist ebenfalls elliptisch. Sein Fernpunkt liegt irgendwo 3,9 Erde-Sonne-Abstände weit weg zwischen dem Asteroidengürtel und Jupiter. Der Sonne am nächsten gelegene Punkt seiner Umlaufbahn befindet sich sehr nahe an der Erdumlaufbahn. Der Asteroid NY1 ist schon nur 4 Erde-Mond-Entfernungen weit weg an der Erde vorbeigeflogen. Er umkreist die Sonne und kehrt zu seiner Ausgangsposition zurück. Der Asteroid vollführt innerhalb von knapp 4 Erdenjahren eine vollständige Umlaufbahn. Den Rekord für die nächste Annäherung an die Erde hält der Asteroid 2020 VT4. Dieser Stein ist so groß wie ein Bus und er fliegt in einer Höhe von 370 Kilometern über der Erde. Zum Vergleich, die internationale Raumstation ISS umkreist unseren Planeten in einer Entfernung von 400 Kilometern. Er hat also buchstäblich knapp über unseren Köpfen hinweg die Südpazifikregion überflogen und wir wussten nicht einmal, dass er existiert. Er hat die Erde tagsüber überflogen und wegen des Sonnenlichts konnten wir ihn nicht sehen. Die Wissenschaft hat erst 15 Stunden später von diesem Asteroiden erfahren. Wäre er auf die Erde gefallen, hätten wir sozusagen einen ziemlich schlechten Tag gehabt. Obwohl dieser Asteroid klein war, bewegte er sich extrem schnell. Das hat ihm unglaublich viel Energie verliehen. Aber wir haben einen Schild, der uns vor Weltraumfelsen schützt. Unsere Atmosphäre.
Die ist voller Luftpartikel. Wenn ein Asteroid darin eintritt, beginnt er aufgrund seiner Reibung gegen diese Partikel abzubremsen. Dadurch wird er so stark erhitzt, dass er zu brennen beginnt. Aus diesem Grund sind die Böden unserer Space Shuttles mit schwarzen Kacheln geschützt. Sie können Temperaturen von bis zu fast 1300 Grad aushalten. Ist ein Asteroid also klein, könnte er in der Atmosphäre vollständig verglühen und zu Staub werden. Würdest du das von der Erde aus betrachten, würdest du eine Sternschnuppe sehen. WissenschaftlerInnen glauben, dass jeder Asteroid mit einem Durchmesser von weniger als 25 Meter vollständig in der Atmosphäre verglüht und keinen Schaden anrichten kann. Doch ein Asteroid, der größer als 2,4 Kilometer ist, kann viel Schaden anrichten. Und wir wissen von einem solchen Asteroiden, der regelmäßig an unserem Planeten vorbeizieht. 4179 Tutatis. Er ist 5,5 Kilometer breit und damit größer als der Central Park in New York. Würdest du diesen Stein auf eine Waage legen, würde die eine 5 mit 11 Nullen Tonnen anzeigen. Ganz schön schwer. Das Erschreckendste ist, dass dieser Asteroid sich in einer chaotischen Umlaufbahn bewegt, weil er ständig von Erde und Jupiter beeinflusst wird. Das ist, als würden diese Planeten mit diesem riesigen Felsen Tischtennis spielen, und es bewirkt auch, dass der Asteroid sich wie verrückt dreht. Würdest du dich auf der Oberfläche von Tutatis befinden, würdest du sehen, wie die Sonne ständig an ganz anderen Stellen auf- und untergeht. Aufgrund dieses Chaos kann die Wissenschaft die Bewegung dieses Asteroiden nur 50 Jahre im Voraus vorhersagen. Im Jahr 2004 war er weniger als den vierfachen Erde-Mond-Abstand von unserem Planeten entfernt. Glücklicherweise besteht die Möglichkeit, dass er eines Tages unser Sonnensystem verlässt. Jupiter oder die Erde werden ihn wie eine Steinschleuder in den fernen Weltraum schleudern. Hoffentlich. Aber würde er auf die Erde stürzen, würde das gigantische Tsunamis und Erdbeben auf dem ganzen Planeten verursachen. Dann würde das Fortbestehen unserer Zivilisation ein bisschen in Frage stehen. Eine ähnliche Katastrophe hat sich vor etwa 66 Millionen Jahren ereignet. Zu der Zeit, ich war damals noch nicht dabei, aber ich habe davon gehört, ist ein Asteroid von der Größe Manhattans auf die Erde zugerast. Die Sonne hat seine Oberfläche erhitzt und sein Material verdampft. Staub und Dampf haben sich in einen riesigen Schweif verwandelt, der hell am Nachthimmel leuchtete. In der Nacht, bevor er abstürzte, war er das hellste Objekt am Himmel, vielleicht sogar heller als der Mond. In dem Moment, als dieser Asteroid in die Erdatmosphäre eindrang, verursachte er einen Knall so stark, dass man ihn auf der anderen Seite unseres Planeten hören konnte. Er ging in Flammen auf. Kleine Fragmente begannen vom Hauptteil des Meteoriten abzubrechen. Einige von ihnen verbrannten vollständig in der Atmosphäre, andere stürzten auf die Oberfläche. Der Moment des Aufpralls, Masse und Geschwindigkeit des Meteoriten gaben ihm eine kolossale Energie von etwa 100 Teratonnen Sprengstoff. Das ist ein ordentlicher Wumms. All diese Energie wurde in Wärme umgewandelt. Es gab buchstäblich eine Feuerwand, die sich um die Einschlagsstelle ausbreitete und alles in ihrem Weg verbrannte. Die Druckwelle der Landung umkreiste unseren Planeten mehrmals. Sie verursachte einen Tsunami mit Wellen höher als das Empire State Building und Erdbeben, die so stark waren, dass der Boden buchstäblich zerbrach. Nach diesem Vorfall endeten etwa 95% des gesamten Lebens auf der Erde. Der Meteorit hinterließ einen Krater mit einer Breite von 66 Golden Gate Brücken. Und er war so tief, dass man zwei Mount Everests hineinsetzen konnte. Und es gibt immer noch viele Objekte im Asteroidengürtel hinter dem Mars, die eine Bedrohung für die Erde darstellen. Wie Ceres. Das ist nicht irgendein Asteroid, es ist ein Zwergplanet. Obwohl seine Masse nur 1% der Masse des Mondes beträgt und er so breit wie Texas ist, jeha, beeinflusst er gravitativ die Umlaufbahnen von Erde und Mars. Eine Kollision mit einem Asteroiden dieser Größe würde die Erde ganz einfach zerstören und in Stücke reißen. Die Menschheit muss also lernen, Kollisionen mit gefährlichen Asteroiden zu vermeiden. Hier haben wir zwei Möglichkeiten: den Asteroiden zerstören oder seine Flugbahn ändern, sodass er an der Erde vorbeifliegt.
Einen riesigen Felsen zu zerstören, der so viel wiegt wie eine ganze Stadt, ist schwierig. Also bleiben wir bei der zweiten Option. Wir können ein Raumschiff mit Sprengstoff dorthin schicken und die sorgen dann für einen kleinen Wumms. Nur müssen wir kein Loch bohren, um dieses Geschenk in den Asteroiden zu setzen. Der Knall muss direkt an der Oberfläche stattfinden und nach oben gerichtet sein. Dann verschiebt sich der Asteroid nach den Gesetzen der Physik ein wenig nach unten. Selbst wenn er sich nur wenige Meter bewegt, im kosmischen Maßstab würde das seine Flugbahn dramatisch verändern. Eine andere Option ist ein Schwerkraftschlepper. Das Prinzip ist ganz einfach. Jedes Objekt mit Masse besitzt auch Schwerkraft. Sogar du. Ja, du hast deine eigene Gravitationskraft. Unser Plan ist es also, ein unbemanntes Raumschiff zu dem Weltraumfelsen zu schicken. Es müsste nur über der Oberfläche des Asteroiden schweben, dann würde der Weltraumfelsen das Raumschiff anziehen. Doch die Motoren des Schiffs würden widerstehen. In der Folge würde der Asteroid selbst anfangen, sich zu dem Raumfahrzeug zu ziehen und voilà, die Erde ist gerettet. Wir können auch Solarkraft nutzen. Alles, was wir tun müssen, ist eine riesige Raumstation aus Tausenden von Lupen zu bauen und sie zur Sonne zu schicken. Wenn wir einen gefährlichen Asteroiden entdecken, fokussiert die Station die Sonnenstrahlen auf die Oberfläche des Asteroiden. Das Eis an seiner Oberfläche beginnt zu verdampfen und steigt nach oben. Die Reaktionskraft wird den Asteroiden nach unten drücken. Oder wir bringen einen riesigen Umhang aus glänzendem Material, zum Beispiel Folie, zum Asteroiden. Wenn du den Asteroiden in so ein Material einwickelst, reflektiert er die Sonnenstrahlen. Auch hier werden die Strahlen in eine Richtung reflektiert und schieben den Asteroiden leicht in die andere Richtung. Diese Methode kann aber nur funktionieren, wenn wir noch ein paar Jahre Zeit haben, bis der Asteroid eintrifft. Eine andere Strategie besteht darin, ein Sonnensegel am Asteroiden zu befestigen. Das würde wie ein Fallschirm funktionieren. Nur würde es nicht gegen die Luft abbremsen, sondern gegen die Sonnenstrahlen. Und die einfachste Möglichkeit, wir könnten konventionelle Raketentriebwerke an den Asteroiden anbringen. Dann könnten wir seine Flugbahn nicht nur ändern, sondern sogar steuern. Und wenn ein größerer Asteroid am Horizont auftaucht, können wir den kontrollierten Weltraumfelsen als riesigen Rambock verwenden. Uhr. Die junge, geschmolzene Erde kollidiert mit einem anderen Planeten namens Theia. Der Mond wird gebildet. Von 12 bis 4.30 Uhr morphen sich der Planet und die Atmosphäre. Die Kontinente verschmelzen und bilden Superkontinente. Dann brechen sie wieder auseinander. Das passiert alle 400 Millionen Jahre. Das ist alle 2 Stunden auf der Uhr. Um 5.30 Uhr sehen wir die ersten Einzeller, die ihr Leben im Ozean beginnen. Es ist 8 Uhr morgens, als die ersten Viren auftauchen. Um 11 Uhr haben es die photosynthetisierenden Bakterien geschafft, genug Sonne aufzunehmen, um die Atmosphäre mit Sauerstoff zu füllen. Das dauert 1 Milliarde Jahre. Das sind 6 Stunden auf der Uhr. Um 11.35 Uhr haben wir den ersten Schneeball Erde. Sogar die Ozeane verwandeln sich in Eis. Keine Sorge, bis zum Mittag ist alles geschmolzen. Um 13 Uhr haben wir spezielle Zellen mit inneren Organen, die zum Leben erwachen. 2 Stunden später fangen sie an, sich in 3 Gruppen zu unterteilen, die schließlich zu Pilzen werden. Lass uns vorspulen, während diese Zellen von einfachen zu komplexen Lebensformen werden. Um 19.20 Uhr erscheint etwas Bekanntes, Schwämme. Es ist 19.55 Uhr und die Erde friert wieder zu. Sie schmilzt in nur 2 Minuten. 20 Uhr und schauen den Ozean. Die ersten Kammquallen tauchen auf. Um ca. 20.30 Uhr erscheint die Ozonschicht der Erde. In nur 2 Minuten füllt sich der Ozean mit Pflanzen. Um 20.45 Uhr blüht das Leben im Meer. Quallen schwimmen nun um Korallen herum. Seesterne sind auf dem Weg. Um 20.52 Uhr können wir Spuren auf dem Meeresboden sehen. Lebewesen haben begonnen zu krabbeln. Es ist 21.10 Uhr. Die Meeresbewohner beschließen, das Land zu erkunden. 30 Sekunden später tauchen verschiedene Tiere und Pflanzen auf. Sie verteilen sich im Nu über den ganzen Planeten. 21.41 Uhr.
Es ist Zeit für die ersten Insekten. Sie ernähren sich von neu entstandenen Pflanzen und Bäumen an Land. Um 21.45 Uhr tauchen die ersten vierbeinigen Tiere in flachen Gewässern auf. Um 22.10 Uhr teilen sich diese vierbeinigen Kreaturen in Gruppen auf, die später zu Säugetieren, Reptilien, Vögeln und Dinosauriern werden. Um 22.30 Uhr verschwindet alles. Ein Massenaussterben findet statt. Entweder ein riesiger Asteroid oder ein gewaltiger Vulkanausbruch verursacht es. Nur 5% der Arten überleben. 22.34 Uhr und die Dinosaurier haben endlich ihren Auftritt. Der erste war der Nyasasaurus, aber die Experten sind sich nicht sicher, ob es sich um einen echten Dinosaurier handelt oder um einen Verwandten, der sich in einen Dino verwandelt. 22.45 Uhr markiert ein weiteres Massenaussterben. Die frühen Dinosaurier überleben es und nutzen die Gelegenheit, sich auf der ganzen Welt zu verbreiten. In 5 Minuten wird der Tyrannosaurus erscheinen. Um 23 Uhr tauchen die ersten Vögel in Europa auf. Es ist 23.15 Uhr und die Säugetiere teilen sich in ihre Gruppen auf. Sie werden sich verzweigen und Wale, Elefanten, Gürteltiere und Primaten bilden. Um 23.17 Uhr erreichen die Dinosaurier ihre volle Größe. Der größte aller Dinosaurier ist der Argentinosaurus. Er ist so lang wie 10 Schulbusse und ausreichend groß, um in ein Fenster im 7. Stock zu schauen. Es ist 23.26 Uhr, als ein riesiger Asteroid in die Erde kracht. Der Staub fliegt überall hin. Ein paar Sekunden später klärt sich alles auf, aber die Dinosaurier sind bereits ausgestorben. Da die Dinos verschwunden sind, können die wenigen verbliebenen Säugetiere den Planeten übernehmen. Um 23.30 Uhr trennen sich die Primaten in 2 Gruppen und eine davon wird zu Affen, Gorillas und irgendwann später zu Menschen. Es ist 23.58 Uhr, die Schimpansen und Bonobos erscheinen. 15 Sekunden später beginnen die Homininenarten auf 2 Beinen zu laufen. Es ist 23.59 Uhr und 23 Sekunden, die Uhrzeit, in der die Menschen in Afrika erscheinen. Eine Sekunde später sind sie über die ganze Welt gewandert. Sie haben keine Sprache und können keine Werkzeuge benutzen oder herstellen. Das ereignet sich um 23.59 Uhr und 58 Sekunden. 2 Sekunden bevor der Tag endet, vor 100.000 Jahren, erscheint unsere komplexe menschliche Spezies. Asteroiden sind auf der Erde gar nicht so selten, wie man meinen könnte. Jedes Jahr besuchen uns etwa 17.000 dieser Himmelskörper. Vielleicht hast du sogar schon einmal einen von ihnen als Sternschnuppe am Nachthimmel bewundern können. Wenn sie unsere Atmosphäre durchqueren, hinterlassen sie einen leuchtenden Schweif, der zwar schön aussieht, aber beim Aufprall auf die Erdoberfläche katastrophale Folgen haben kann. Glücklicherweise explodieren die meisten Asteroiden etwa 50 bis 80 Kilometer über der Erde. Ihre Masse ist zu gering, um eine solche Reise bis zum Ende durchzuhalten, sodass sie für uns keine Gefahr darstellen. Dennoch sollten wir sie nicht unterschätzen. Nehmen wir zum Beispiel die kleinen Asteroiden mit einer Größe von 0,3 bis 1 Meter, sind sie ungefähr so groß wie ein Mensch. Obwohl sie zu klein sind, um großen Schaden anzurichten und normalerweise in der Atmosphäre explodieren, senden sie bei jedem Aufprall auf die Erdoberfläche eine enorme Energiemenge aus, Tonnen von Energie. Die 4 bis 4,6 Meter großen Asteroiden. Sie sind so groß wie Giraffen und Mammuts und besuchen uns in Abständen von 1,5 Jahren. Glücklicherweise stellen sie keine ernsthafte Bedrohung dar, obwohl sie mehr Energie aussenden als ihre Vorgänger. 9 Meter. Das entspricht einem 3- bis 4-stöckigen Gebäude. Sie besuchen uns alle 10 Jahre. Und jetzt wird's ernst. Sie haben genug Energie, um eine ganze Stadt zu zerstören. Ich denke, man kann sich vorstellen, wie katastrophal die Folgen wären, wenn dieser Asteroid die Erde treffen würde. 20 Meter. Ein mehrstöckiges Gebäude. Sie besuchen uns nur alle 60 bis 70 Jahre. Die gute Nachricht, sie explodieren normalerweise in einer Höhe von etwa 19 Kilometern über dem Erdboden. Wenn Sie auf die Erde treffen, haben Sie genug Energie, um eine ganze Region auszulöschen. Die schlechte Nachricht, ein solcher Asteroid hat uns vor kurzem schon einmal besucht und die Folgen waren ziemlich heftig. Der Vorfall ereignete sich in der Stadt Chelyabinsk. Am 15. Februar 2013 gegen 9.20 Uhr Ortszeit
trat der riesige Asteroid in die Erdatmosphäre ein und zerbrach in einer Höhe von etwa 23 Kilometern in kleinere Teile. Diese Trümmer flogen in verschiedene Richtungen auseinander. Sie zerschlugen Fenster in der ganzen Stadt und beschädigten viele Gebäude, darunter Häuser, Schulen und andere. Es dauerte eine Weile, bis alles repariert war, und das Ausmaß der Zerstörung war sehr groß. Es gab 1615 Verletzte, aber zum Glück keine Toten. Im Moment sind wir vor weiteren Bedrohungen sicher. Der nächste Asteroid könnte uns erst in den 2070er oder 80er Jahren treffen, aber wo genau, weiß niemand. Machen wir weiter. 90 Meter. Fast so hoch ist die Freiheitsstatue mit ihrem Sockel. Ein Riese, den man nur alle 4500 Jahre zu Gesicht bekommt. Und es ist der erste Asteroid auf unserer Liste, der die Erde buchstäblich treffen könnte. Die Folgen wären verheerend, eine ganze Stadt könnte dem Erdboden gleichgemacht werden und auch die Umgebung wäre vor verheerenden Bränden betroffen. In der Vergangenheit mussten die Menschen schon einmal miterleben, wie ein solcher Meteorit auf unserem Planeten einschlug. Der Tunguska-Meteorit, die größte Asteroidenkatastrophe, die die Menschheit je erlebt hat. Die Kollision ereignete sich am 30. Juni 1908 in Ostsibirien und der Meteorit leuchtete wie eine zweite Sonne, als er sich der Erde näherte. Er explodierte und landete in der Nähe eines Flusses. Glücklicherweise war das ganze Gebiet von Taiga umgeben und es gab keine größeren Städte in der Nähe, aber viele Bäume wurden zerstört und Waldbrände brachen aus. Der Knall der Explosion war noch in Hunderten von Kilometern Entfernung zu hören. Und in einem Umkreis von 10 Meilen zerbrachen die Fensterscheiben der Häuser. Der durch die Kollision ausgelöste magnetische Sturm dauerte 5 Stunden und hatte verheerende Auswirkungen. Doch vielleicht nicht das Schlimmste, was der Menschheit noch bevorsteht. 99942 Apophis. 370 Meter. Etwas höher als der Eiffelturm. Dieser Meteorit, der 2013 von Wissenschaftlern entdeckt wurde, wird unser nächster kosmischer Besucher sein. Solch verheerende Zusammenstöße ereignen sich nur alle 100.000 Jahre und kommen langsam näher. Die Wucht einer solchen Explosion ist vergleichbar mit dem katastrophalen Ausbruch des Vulkans Krakatau im Jahr 1883, der als einer der zerstörerischsten Ausbrüche der Geschichte gilt. Er löste einen verheerenden Tsunami aus, der 165 Städte und Siedlungen völlig zerstörte und 132 weitere schwer beschädigte. Die Auswirkungen dieses Ereignisses waren weltweit zu spüren. Ein solcher Asteroid würde einen Krater von 5,6 Metern Durchmesser hinterlassen. Und damit werden wir in ferner Zukunft konfrontiert werden. Aber noch besteht kein Grund zur Panik, denn der Meteorit wird erst im Jahr 2070 fast 280 Millionen Kilometer von uns entfernt sein. Er hat also noch eine sehr lange Reise vor sich. Wir sind also für mindestens 100 Jahre sicher, wenn nicht noch länger. Außerdem hat unser Planet schon viel Schlimmeres überstanden. 1 Kilometer. Das ist höher als der höchste Turm der Welt, der Burj Khalifa in Dubai. Solche Zusammenstöße ereignen sich einmal in 500.000 Jahren. Wann eine solche Kollision das letzte Mal stattgefunden hat, ist nicht bekannt. 70% der Erde sind mit Wasser bedeckt. Würden solche Meteoriten ins Meer fallen, wäre es extrem schwierig, ihre Spuren zu finden. Doch man kann sich die möglichen Folgen vorstellen. Die ausgelöste Welle würde über die ganze Erdhalbkugel fegen. Der Krater hätte einen Durchmesser von etwa 4,5 Kilometern. Und das wäre eine totale Katastrophe. Das letzte Ereignis mit einer solchen Wucht spielte sich vor 26 bis 28 Millionen Jahren ab. Es war ein Ausbruch des Supervulkans La Garita im Südwesten von Colorado in den USA. Eines der stärksten supervulkanischen Phänomene, die in der Geschichte bekannt sind. Bei dieser gewaltigen Eruption wurden große Teile des heutigen Bundesstaates Colorado zerstört. Wissenschaftler sind sich bis heute nicht sicher, wie weit sich die Asche ausgebreitet hat. Aber es gab einen noch größeren Meteoriten in der Geschichte der Menschheit. Die Folgen dieses Einschlags waren für eine ganze Tierart unumkehrbar. Ich glaube, du weißt, von welchem ich spreche. Der Chicxulub-Meteorit. Das Ding, das die Dinosaurier von der Erde fegte. Das war vor 66 Millionen Jahren. Kollisionen dieser Größenordnung werden normalerweise alle 500 Millionen Jahre erwartet. Der Meteorit hatte eine Höhe von 20 Kilometern, genug, um die Stratosphäre zu erreichen, als er den Boden berührte. Der riesige Krater mit einem Durchmesser von 200 Kilometern, den er hinterließ, gibt einen Eindruck von seiner enormen Größe.
Der Einschlag setzte Millionen Tonnen Energie frei und löste eine Katastrophe unvorstellbaren Ausmaßes aus. Als der Meteorit die Erde traf, erzeugte er eine riesige Wolke aus Staub und Chemikalien, die sich über die ganze Welt verteilte. Obwohl der Staub sehr fein war, hatte er eine Masse von 50 Billionen Tonnen. Die Druckwelle fegte über den ganzen Planeten und löste zahlreiche Erdbeben aus. Vulkane begannen auszubrechen und überall auf der Welt brachen Waldbrände aus. Unmengen von Ruß und Kohlenmonoxid gelangten in die Atmosphäre. Die Erde war tagelang von der Sonne abgeschnitten. Der ganze Planet lag in Dunkelheit. Die Pflanzen konnten nicht genug Sauerstoff zum Atmen produzieren. Die Temperaturen auf den Kontinenten und in den Ozeanen sanken um durchschnittlich 10 bis 32 Grad Celsius. Klingt schrecklich, oder? Ein Ereignis von beeindruckender Tragweite führte zu einem der größten Massenaussterben in der Geschichte der Erde. Erstaunlicherweise hat sich unser Planet nach dieser Katastrophe wieder erholt. Dieses Ereignis markierte den Übergang vom Mesozoikum zum Känozoikum. Eine Frage, die viele beschäftigte, war, wie ein kleiner Meteorit alle Dinosaurier auslöschen konnte. Heute kennen wir vielleicht die Antwort. Es war nicht der Einschlag eines einzelnen Meteoriten, sondern der Zusammenstoß zweier Himmelskörper, die vielleicht größte Kollision in... Stell dir vor, du fliegst in einem Raumschiff mit Highspeed durch eine Wolke aus Asteroiden. Du weichst einem aus, dann noch einem und dann trittst du das Gaspedal durch und krachst mit voller Geschwindigkeit in einen Asteroiden. Absichtlich. Genau das will die NASA in naher Zukunft tun. Die Mission startete am 24. November auf der Vandenberg Air Force Base in Kalifornien. Schauen wir uns die Mission Schritt für Schritt an. Die Falcon 9 Trägerrakete steht bereits auf der Startrampe. Sie ist so groß wie ein 22-stöckiges Gebäude oder 11 Giraffen. Und sie kann etwa 8 Tonnen Fracht auf einmal in die Umlaufbahn bringen. Du könntest also einen großen Elefanten ins All schicken, plus Essensvorrat. Countdown. 3, 2, 1, Zündung. Rauchwolken steigen auf und die Rakete gewinnt an Höhe. 9 Triebwerke arbeiten mit voller Kraft, um die Rakete zu beschleunigen. Ihre Höchstgeschwindigkeit ist 10-mal schneller als die Schallgeschwindigkeit. Dann werden die Triebwerke abgeschaltet und die erste Stufe der Rakete wird abgekoppelt und kehrt zur Erde zurück. Ein paar Sekunden später erhält die zweite Stufe den Zündbefehl, schaltet das eine Triebwerk ein und bringt die Rakete in die Umlaufbahn. Jetzt öffnet sich die Frachtkapsel und gibt das DART-Raumschiff frei. DART steht für Double Asteroid Redirection Test. Das Raumschiff fährt 2 große Solarpaneele aus. Sie sollen die Sonnenenergie in elektrische Energie umwandeln, um das revolutionäre Ionentriebwerk anzutreiben. Herkömmliche Triebwerke erzeugen Schubkraft, indem sie Treibstoff verbrennen. Die Rakete stößt also im Wesentlichen Verbrennungsgase aus. Aber das Ionentriebwerk verbrennt keinen Treibstoff. Es nutzt ein starkes elektrisches Feld, um das ionisierte Gas zu beschleunigen. Wie herkömmliche Raketen stößt es dieses Gas aus und erzeugt so genug Schub. Auch wenn das Ionentriebwerk weniger Schubkraft besitzt, kann das Raumschiff trotzdem auf eine hohe Geschwindigkeit beschleunigt werden. Also normale Raketentriebwerke bringen eine gute Leistung, vor allem wenn du das Gaspedal bis zum Anschlag durchtrittst. Sie beschleunigen schnell, verbrennen dafür aber auch eine Menge Treibstoff. Ionentriebwerke beschleunigen langsamer. Aber wenn eine konventionelle Rakete einen Tankstopp einlegen muss, saust das Ionenraumschiff mit irrsinniger Geschwindigkeit an der Rakete vorbei. Und so beginnt das DART-Raumschiff seine einjährige Reise. Zum Vergleich, ein Flug zum Mars würde etwa 7 Monate dauern. Wir spulen einfach ein Jahr vor und wir sind angekommen. Das ist der Asteroid Didymos. Der äußerste Punkt seiner Umlaufbahn ist 2 astronomische Einheiten von unserem Stern entfernt. Das sind 2 Erd-Sonnen-Entfernungen. Aber die Sonne zieht den Asteroiden an und dann nähert er sich ihr bis auf eine Erd-Sonnen-Entfernung. Das heißt, seine Umlaufbahn kommt der Erdumlaufbahn ziemlich nahe. Didymos kam der Erde mit einer Entfernung von etwa 7,8 Millionen Kilometer auch schon mal sehr nahe. Das ist 20 mal weiter als die Umlaufbahn des Mondes. Und Didymos braucht 770 Tage, um die Sonne zu umrunden. Er wird also noch nicht als gefährlicher Asteroid eingestuft, aber er kommt der Erde immer näher. Und ein Zusammenstoß mit ihm könnte angesichts seiner Größe katastrophal enden. Er ist größer als 2 Empire State Buildings und er dreht sich mit einer Geschwindigkeit von einer Umdrehung pro 2 Stunden und 15 Minuten. Er hat also viel Energie.
Und er hat einen Asteroiden als Begleiter. Im Verhältnis wirkt er wie ein kleiner Kieselstein mit einer Größe von 160 Metern. Der kleine Asteroid ist also nur so groß wie 12 Schulbusse oder 10 Eisenbahnwaggons. Seine Umlaufzeit, das heißt die Zeit, die der Kieselstein braucht, um den großen Asteroiden zu umrunden, dauert etwa 11,9 Stunden. Die NASA geht davon aus, dass Asteroiden mit einer Größe von bis zu 25 Meter in unserer Atmosphäre durch die Reibung mit der Luft vollständig verglühen und keine Gefahr für uns darstellen. Asteroiden mit einer Größe zwischen 25 Meter und einem halben Kilometer werden wohl nicht vollständig verglühen und könnten Schäden verursachen. Asteroiden, die größer sind als ein halber Kilometer, haben das Potenzial, große Städte oder sogar ganze Länder auszulöschen. In diesem Sinne sollten wir Didymos also als potenziell gefährlich betrachten. Deshalb werden wir eine Möglichkeit testen, um uns gegen Asteroiden und ihren kinetischen Einschlag zu schützen. Das ist also der Grund, warum wir DART hierher geschickt haben. Unser Raumschiff soll mit dem Asteroiden Didymos kollidieren und auch seinen kleinen Begleiter erwischen. DART bewegt sich bereits mit etwa 6,6 Kilometern pro Sekunde auf Didymos zu. Bei dieser Geschwindigkeit würde eine Reise von New York nach Washington DC weniger als eine Minute dauern und eine Reise quer durch die Vereinigten Staaten von Küste zu Küste nur etwa 10 Minuten. DART ist nah dran. 3 Sekunden bis zum Aufprall. 2, 1, bumm. Das Raumschiff schlägt mit voller Geschwindigkeit auf den Asteroiden ein. Wie lauten deine Vorhersagen? Der Asteroid explodiert und wird in Stücke gesprengt oder der Asteroid fliegt wie eine Billardkugel durchs All? Also, Forschende gehen davon aus, dass die Kollision die Geschwindigkeit des Asteroiden um einen Bruchteil eines Prozents verringern wird. Aber das reicht aus, um seine Umlaufzeit ein paar Minuten zu verschieben. Unsere Teleskope auf der Erde werden in der Lage sein, die Auswirkungen dieser Kollision genauer zu untersuchen. Und um noch mehr zu erfahren, schicken wir noch ein Raumschiff zu Didymos. Das ist Hera. Sie soll 2024 starten und wird etwa 2720 bei Didymos ankommen. Dieses Raumschiff wird eine Reihe von Forschungsgeräten an Bord haben, um die von DART verursachten Kollisionsschäden zu untersuchen. Bei ihrer Ankunft soll Hera Bilder vom Asteroiden machen, vor allem welche vom frischen Einschlagskrater. Hera wird auch 2 CubeSats an Bord haben. Das sind Miniaturraumsonden, die kleiner als ein Schuhkarton sind. Diese Minisonden werden dann näher an den Asteroiden heranfliegen. Sie sollen den Weltraumfelsen 3 bis 6 Monate lang untersuchen. Am Ende der Mission wird versucht, einen von ihnen auf der Oberfläche des Asteroiden zu landen, um mehr über seine Zusammensetzung und innere Struktur zu erfahren. Vielleicht hat Hera auch einen Mini-Impaktor an Bord. Dieses Ding soll dann einen weiteren Einschlag auf dem Asteroiden verursachen. So können Forschende den Unterschied zwischen dem Einschlag eines großen und eines kleinen Raumschiffs auswerten und daraus schlussfolgern, wie wir uns in Zukunft gegen Asteroiden schützen können. Aber theoretisch müssen wir keine riesige Rakete zu einem gefährlichen Asteroiden schicken, um ihn zu zerstören. Ein einziger Treffer könnte ausreichen, um die Flugbahn des Asteroiden zu verändern. Im kosmischen Maßstab würde schon eine geringfügige Abweichung der Flugbahn den Zielpunkt des Asteroiden verändern. Aber ein kinetischer Aufprall ist nicht das Einzige, was wir gegen gefährliche Asteroiden unternehmen können. Schauen wir uns den Schwerkrafttraktor an. Bei dieser Technik müssen wir auch ein Raumschiff zum Asteroiden schicken, aber das soll nicht auf ihn stürzen, es muss in seiner Umlaufbahn fliegen. Jeder Asteroid hat eine Anziehungskraft, die auch das Raumschiff anzieht. Aber die Triebwerke der Raumsonde werden sie auf der gleichen Höhe halten. Der Asteroid selbst wird also anfangen, das Raumfahrzeug anzuziehen. Diese Methode gilt als zuverlässig, aber sie braucht sehr viel Zeit. Daher kommt sie auch nur in Frage, wenn wir einen potenziell gefährlichen Asteroiden viele Jahre vor seinem Eintreffen auf der Erde entdecken. Wir sollten also genug Zeit haben, um ein Raumschiff zum Asteroiden zu schicken und dann die Asteroidentraktortechnik anzuwenden. Eine andere Möglichkeit ist ein Laser. Wenn wir einen Asteroiden entdeckt haben, brauchen wir nur einen starken Laserstrahl auf ihn zu richten. Der erhitzt einen Punkt auf dem Asteroiden und das Material verdampft. Und jetzt kommt die Physik ins Spiel. Das Material auf dem Asteroiden verdampft nach oben, dadurch bewegt sich der Asteroid selbst nach unten. So funktionieren doch auch unsere Raketentriebwerke. Der brennende Treibstoff wird in die eine Richtung ausgestoßen und das Raumschiff selbst bewegt sich in die andere Richtung.
Wir können auch Solarenergie anstelle von Lasern verwenden. Dazu müssten wir eine große Raumstation bauen, die mit vielen Lupen ausgestattet ist. Hast du schon mal versucht, mit einer Lupe Buchstaben auf ein Holzbrett zu brennen? Wir können dasselbe tun, aber mit einem Asteroiden. Die Raumstation muss Sonnenstrahlen auf einen Punkt auf dem Asteroiden bündeln. Auch hier verdampft das Material wegen der hohen Temperatur, was dazu führt, dass der Asteroid seine Flugbahn leicht ändert und an unserem Planeten vorbeifliegt. Wie wär's mit Alufolie? Ja, mit gewöhnlicher Alufolie können wir einen Zusammenstoß mit einem Asteroiden vermeiden. Dazu müssten wir den Asteroiden in das reflektierende Material einwickeln. Dann absorbiert der Asteroid die Sonnenstrahlen nicht mehr, sondern reflektiert sie. Und dadurch entsteht ein leichter Druck auf die Oberfläche des Asteroiden und die Sonnenstrahlen schieben den Asteroiden quasi leicht an und er ändert so seine Flugbahn. Nicht die naheliegendste, aber zuverlässigste Option sind konventionelle Raketentriebwerke. Wir können mehrere leistungsstarke Triebwerke auf dem Asteroiden anbringen. Die würden die nötige Schubkraft erzeugen, um die Flugbahn des Asteroiden zu ändern. Und wenn es genug Triebwerke sind, können wir sogar die Kontrolle über den Asteroiden übernehmen. Stell dir vor, ein riesiger Asteroid taucht am Horizont auf. Wir schalten die Triebwerke ein und steuern unseren Asteroiden direkt auf ihn zu. So ein Zusammenstoß würde selbst den größten Asteroiden zerstören. Und es wäre eine epische Lichtshow. Alles einsteigen bitte! Willkommen an Bord unseres intergalaktischen Kreuzfahrtraumschiffs. Ziel laut Fahrkarte ist eine Tour durch die lokale Gruppe der Galaxien. Unter anderem sehen wir die große und kleine Magellansche Wolke, den Orionnebel, Andromeda und den Dreiecksnebel. Zwischendurch erwarten uns ein paar nette Überraschungen. Die Fahrkarten bitte. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass Sie ein kribbelndes Gefühl haben könnten, wenn wir in den Hyperraum eintauchen. Das Schiff durchläuft mitsamt seines Inhalts einen dimensionalen Phasenwechsel. Aber keine Sorge, das Kribbeln vergeht gleich wieder. Werte Passagiere, wir nähern uns dem 180. galaktischen nördlichen Breitengrad, wie wir Erdlinge es nennen würden. Unser erstes Reiseziel ist eine Region intensiver Sternbildung, bekannt als M42 oder Orionnebel. Doch zuvor ein Schmankerl unseres Kapitäns, das eigentlich nicht in der beworbenen Route enthalten ist. Der Pferdekopfnebel. Er befindet sich Backbord, also links. Seine Bezeichnung lautet M43. Der neugeborene Stern oben am Pferdekopf bildet starke Sonnenwinde, die die Form der Nebelwolke verzerren. Seht ihn euch ganz genau an, denn in ein paar tausend Jahren werden alle Gase vollständig von dem sternähnlichen Nebel, der unsere Sonne formte, davongeblasen sein. Jahrlang ist's her. Gase von ihm sind noch heute in Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun gefangen. Okay, eine Frage von einem unserer jüngsten Fahrgäste. Wofür steht das M in M42 und M43? Nun, junge Dame, das M steht für Messier, ausgesprochen Messier, nicht Messier. Charles Messier, um genau zu sein, war ein französischer Astronom des 18. Jahrhunderts. Er veröffentlichte einen Katalog von 110 unscharfen Objekten, die er mit seinem Teleskop entdeckt hatte. Der Pferdekopfnebel ist Nummer 43 auf seiner Liste. Auf unserer Rundreise werden wir noch weiteren M's begegnen. Aufgepasst, wir nähern uns dem Orionnebel. Die Gase des Nebels sehen vielleicht weniger bunt aus als erwartet. Das liegt daran, dass wir gewohnt sind, Bilder von Langzeitbelichtungsteleskopen und bearbeitete Bilder zur Differenzierung verschiedener Gase zu sehen. Nutzen Sie für ein farbenfrohes Erlebnis bitte die getönten Brillen. Sie finden sie in Ihren Sitztaschen. Und hinein! Wie gut, dass wir uns im Hyperraum befinden. Während wir uns dem Trapezsternhaufen im Zentrum nähern, erkennen wir den hellen Stern Theta C, dessen Sonnenwind mit 8 Millionen km/h dahinfegt. Er verformt die gesamte Wolke aus Gas und Staub und erzeugt eine Schockwelle, die die umliegenden Sterne komprimiert. Theta C ist 200.000 Mal heller als unsere Sonne und wird in etwa 1 Million Jahren in einer Supernova enden. Sauerstoff, Wasserstoff und Schwefel leuchten im ionisierten Zustand wie eine fluoreszierende Glühbirne. Sauerstoff blau, Wasserstoff rot, auch etwas grün, und Schwefel und Staub leuchten gelb-orange. Während wir den Orionnebel verlassen und hoch über die galaktische Ebene steigen, erkennen wir die Spiralarme der Milchstraße.
Unsere Sonne, die aus dieser Entfernung nicht auszumachen ist, befindet sich im Orionarm, zwischen dem äußeren Perseusarm und dem inneren Sagittariusarm. Beachten Sie bitte das helle Magnetfeld im Zentrum der Milchstraße, das eine wichtige Rolle bei der Sternbildung spielt. Über 70% der Galaxien im Umfeld haben ein Magnetfeld. Es ist ein Zeichen einer reifen Galaxie, wohingegen nur 20% der weiter entfernten Galaxien eines haben. Da fällt mir ein, dass es an unserer Saftbar frisch gepressten Saft aus reifen Orangen gibt. Unser H1-Server nimmt Ihre Bestellungen gerne entgegen. Links sehen wir weit entfernt die Andromeda-Galaxie. Doch achten Sie auch auf die vielen Zwerggalaxien. Es sind mehr als 40, die unsere galaktische Nachbarschaft bevölkern. Eine davon besuchen wir nun. Die Große Magellansche Wolke, unter Astronomen LMC, ist eine unregelmäßige Zwerggalaxie und eine Untergruppe der Milchstraße mit etwa 30 Milliarden Sternen und einer dynamischen Sternbildungszone namens Tarantelnebel. Diesen werden wir in Kürze erreichen. Natürlich gibt es, wenn es eine große Magellansche Wolke gibt, auch eine kleine Magellansche Wolke, kurz SMC. Sie liegt links unterhalb von LMC. Irgendwann wird die Milchstraße beide verschlingen. Manch einer bevorzugt den Begriff akkretieren, aber das Ergebnis bleibt dasselbe. Wenn Sie wieder Ihre gefärbten Brillen zur Hand nehmen wollen, können Sie erkennen, dass LMC im Zuge Millionen Jahre langer gravitativer Interaktion große Mengen des Gases von SMC eingesaugt hat. Ja, mit diesen Gasen kenne ich mich aus. Wir verlassen nun die Milchstraße und überwinden eine Strecke von ca. 50 Kiloparsec. Das sind 50.000 Parsec oder etwa 163.000 Lichtjahre. Was ist ein Parsec? Nein, kein hamburgisches Slangwort für ein paar Socken. Ein Parsec sind etwa 3,26 Lichtjahre. Ein Lichtjahr sind ungefähr 9,46 Billionen Kilometer. Das Wort Parsec ist eine Kombination aus den Wörtern Parallaxe und Sekunde. Parallaxe ist die scheinbare Verschiebung eines Objekts, wenn es aus verschiedenen Perspektiven betrachtet wird. Sieht man ein Objekt nur mit dem linken Auge und dann mit dem rechten an, scheint das Objekt zu hüpfen. Das ist Parallaxe. Wenn ein astronomisches Objekt fotografiert wird, während die Erde auf einer Seite der Sonne steht und dann 6 Monate später auf der anderen Seite der Sonne nochmal, ist die Verschiebung in Grad, Bogenminuten oder Bogensekunden bis hin zu Bogenmillisekunden messbar. Damit ist ein Parsec eine Parallaxe von einer Bogensekunde, was ca. 3,26 Lichtjahren entspricht. Da man ein Lichtjahr nicht mit einem Lineal oder einem Maßband messen kann, ist ein Parsec das wissenschaftliche Mittel, um den Abstand zu einem Stern oder einem intragalaktischen Objekt zu bestimmen. Je größer die Parallaxe, desto näher ist das Objekt. Je kleiner die Parallaxe, desto weiter weg ist es. Kinderleicht! Direkt vor uns im Herzen des Tarantelnebels erkennen wir den Sternhaufen R136. Innerhalb einer Entfernung von einem Lichtjahr befinden sich hier 40 Sterne mit jeweils über 50 Sonnenmassen. Zum Vergleich, innerhalb von 4 Lichtjahren um unsere Sonne gibt es nicht einen einzigen weiteren Stern. Und das ist auch gut so. Sehen Sie nun auf etwa 2 Uhr die Supernova 1987a. Ein blauer Riese, der 100.000 Mal heller als unsere Sonne war, implodierte und bildete eine Typ-2-Supernova. Sie ist 100 Millionen Mal heller als die Sonne. Zurückgeblieben ist ein Neutronenstern in einer Wolke aus Staub und Gas sowie ein spektakuläres Feuerwerk. Seit 1604 fand keine Supernova näher an der Erde statt als 1987a in der Großen Magellanschen Wolke. Damals kam es in der Milchstraße in etwa 20.000 Lichtjahren zu einer Supernova. Sie war 2 Wochen lang auch tagsüber am Himmel sichtbar. Nachdem aus dem blauen Riesen 1987a eine Supernova wurde, wurden Spekulationen laut, ob nicht dem blauen Riesen namens Rigel, der Fuß des Sternbilds Orion, in nicht allzu ferner Zukunft dasselbe Schicksal ereilen könnte oder bereits geschehen. Rigel ist etwa 860 Lichtjahre weit von der Erde entfernt. Was auch immer mit Rigel passiert, wir sehen es erst 860 Jahre später. Die Supernova 1987a schleuderte schwere Elemente wie Kobalt, Nickel und Eisen sowie leichtere Silikate in den Tarantelnebel. Dort bilden sie die Grundlage für neue Sterne und Planeten.
wir bieten Ihnen nun weltraumbezogene Snacks an. Den Kindern an Bord kann ich die Jupiter-Zuckerwatte wärmstens empfehlen. Sie wissen, mit Gasen kenne ich mich aus. Nächster Halt ist die Andromeda-Galaxie und ihre Umgebung. Beachten Sie den Halo, während wir die Milchstraße mit ihren 300 Milliarden Sternen verlassen. In dem galaktischen Halo befinden sich 150 Kugelsternhaufen. Sie kreisen durch und um die galaktische Scheibe und enthalten einige der ältesten Sterne des Universums. Wie sie hier in unsere Heimatgalaxie geraten sind, wird intensiv erforscht. Steuerbord erkennen Sie nun NGC 6822, eine unregelmäßige Zwerggalaxie. NGC steht dabei für New General Catalog, neuer Katalog astronomischer Objekte. Und nein, es gibt keinen alten Katalog. Allerdings gibt es einen überarbeiteten neuen Katalog, auf den sich Astronomen regelmäßig beziehen. Während wir NGC 6822 passieren, können wir die Bildung eines neuen Magnetfelds sowie helle Flecken durch die Bildung neuer Sterne erkennen. Diese Galaxie wurde 1884 von Edward Emerson Barnard entdeckt und heißt auch Barnards Galaxie. Herr Barnard war ein großer astronomischer Entdecker. Nach ihm sind ein Krater auf dem Mond, einer auf dem Mars, ein Bereich auf dem Jupitermond Ganymede, ein kleiner Planet namens Nummer 819 Barnardiana und der schnellste Stern am Himmelszelt Barnards Stern benannt. Nur wenige Menschen sind namentlich so oft im Gestirn vertreten wie Edward Emerson Barnard. Wir erreichen nun die riesige Andromeda-Galaxie mit ihren Billionen Sternen. Wir umrunden die westliche Grenze und besuchen eine der benachbarten Zwerggalaxien. M110 oder NGC 205. Ja, sie hat zwei Namen. Suchen Sie sich einen aus. Als die erste ihrer Art, eine linsenförmige Zwerggalaxie mit etwa 3,5 Millionen Sonnenmassen, beherbergt M110 oder NGC 205, wenn es Ihnen besser gefällt, nahe ihres Zentrums 8 Kugelsternhaufen. Auch sie wird von Andromeda verschluckt oder akkretiert, wenn Ihnen das lieber ist. Vermutlich ist der Großteil ihrer Sterne und Gase bereits aufgesaugt worden. Ein möglicher Grund für die geringe Sternbildungsaktivität von M110. Haben Sie immer noch Spaß? Dann kommen wir jetzt zu unserem finalen Reiseziel M33, dem Dreiecksnebel, der dritten und letzten Spiralgalaxie unserer lokalen Gruppe. Im Sternbild Dreieck gelegen ist M33 etwa halb so groß wie die Milchstraße. Der Dreiecksnebel ist 2,7 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt, befindet sich aber deutlich näher an der Andromeda-Galaxie und bewegt sich auf sie zu. Sollten die beiden Spiralgalaxien kollidieren, könnte dadurch der Kurs von Andromeda verändert und die vorhergesagte Kollision mit der Milchstraße verhindert werden. Dann wollen wir mal hoffen. Und noch eine wichtige Durchsage: Während der Rückreise zur Erde servieren wir das Abendessen. Wir hoffen, Ihnen hat die Reise gefallen. Für eine 5-Sterne-Bewertung bekommen Sie auch noch ein Dessert.